Guten Abend, ich begrüße Sie aus dem Haus für Poesie und zum mittlerweile achten Mal will ich Sie mit zwei Gästen durch 5 Jahrzehnte deutschsprachiger und internationaler Poesie begleiten. Wir tun das wie immer auf den Spuren von Karl Mickel, der dieses Format vor 30 Jahren zum Start dieser Institution erfunden hat. Und die Spielregeln sind fast noch die gleichen wie damals. Aus jedem Jahrzehnt seit den 70er Jahren wählen meine beiden Gäste jeweils ein Gedicht aus, ein deutschsprachiges, ein internationales, das für sie persönlich, poetologisch oder literaturhistorisch eine besondere Rolle spielt. Mit etwas Glück ergibt sich daraus auch eine Art Selbstporträt der beiden. Heute dabei sind Dagmara Kraus und Ferdinand Schmatz. Zwei Generationen, fast 30 Jahre auseinander. Dagmara Kraus wurde 1981 in Wrocław geboren, dem einstigen Breslau in Polen. Sie hat viele Stationen durchgemacht. Sie war in Berlin, wo sie studiert hat und promoviert an der Friedrich-Schlegel-Graduiertenschule. Sie war in Straßburg zuletzt und ist seit vergangenem Sommer Juniorprofessorin am Literaturinstitut in Hildesheim. Sie hat debütiert 2012 bei Cookbooks mit dem Band Kummerang. Und zuletzt ist erschienen ihr Band, auch wiederum bei Cookbooks, Liedvoll Deutsch Zyno. Ferdinand Schmatz, Jahr 1953, kommt aus dem niederösterreichischen Weinviertel aus Korneuburg, hat aber in Wien studiert, nämlich Philosophie und Germanistik. Dort war er auch bis 2020 Leiter des Instituts für Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst. Man hat mir zum Abschied auch eine schöne Festschrift geschenkt, Alles oder Nichts wortet. Er ist unter anderem Herausgeber des Nachlasses von Reinhard Priesnitz, da kommen wir nachher noch drauf. Er hat zahlreiche Literaturpreise bekommen, eine unendliche Zahl von Gedichtbänden. Und wir werden heute aber zum Schluss etwas hören aus dem jüngsten Band, eine Mischung aus Prosa und Gedichten. Das gehörte Feuer, orphische Skizzen. Da geht es um Pasolini, um Marilyn Monroe und einen Opernsänger, einen österreichischen namens Josef Schmidt. Aber wir fangen jetzt ganz woanders an, nämlich bei Dieter Roth. In den 70er Jahren, das war ein Tausendsasser, wenn ich so sehe, der in der Kunstszene heute ein großes Renommee hat. Wir werden Anfang nächsten Jahres in den Deichtorhallen in Hamburg eine große Ausstellung seines grafischen Werks erleben. In Hamburg gibt es auch ein Dieter Roth Museum, weil er jahrelang sein Mäzen war. Was verschafft uns die Ehre, dass wir ihn heute als Dichter erleben? Ja, ich habe ein Gedicht von ihm ausgesucht, ein relativ langes Gedicht von der Konjugation mit dem Untertitel von der Konjugation. Da, ich meine, dass dieser Dichter immer noch und trotz der Bemühungen, zum Beispiel von Text und Kritik zuletzt und Autoren und Autorinnen, unter anderem Florian Neuner und Bertram Reinecke, aber natürlich auch Ferdinand Schmatz viel eher schon Dieter Roth als Autor wahrzunehmen von Gedichten, von Sonetten, von Desonetten, wie er es auch selbst genannt hat, und aller Art Texten linguistischer Poesie, wie auch der Text, den ich heute ausgewählt habe, wird viel zu wenig wahrgenommen als Dichter immer noch und dabei fühlte er sich selber, wie er oft zitiert wird, vor allem und in erster Linie als Dichter. Und ja, wie wir eben hörten, wird in Hamburg das grafische Werk ausgestellt. Vielleicht kommt es doch auch noch einmal zu einer neuen Ausgabe dieser sehr oft vergriffenen und sehr, sehr teuren Werke in sehr entlegenen Ausgaben, die bei Hans-Jörg Meyer natürlich und in seinen von ihm selbst verlegten Bänden vorliegen. Und eigentlich verbinde ich mit Dieter Roth einen Anfang des Schreibens und Dichtens, als ich hier damals nach Berlin kam und bei Barbara Wien, in der Galerie Barbara Wien, die ja damals auch schon ihren Verlag hatte, kurz arbeitete, gab sie mir den von ihr herausgegebenen Band, die Bibliothek von Dieter Roth, mit und berichtete aus ihrem Dasein an und um Dieter Roth.
Und so bin ich mit Dieter Roth in Kontakt gekommen und suche seitdem immer wieder Werke auf. Und von der Konjugation, darauf bin ich gestoßen durch diesen Band, die Bibliothek, in dem es einen Hinweis darauf gibt, in einem der darin versammelten Aufsätze, dass Dieter Roth in Reykjavik 1962 einen Band mit Gedichten herausgegeben hat, der Konjugationen heißt, den ich allerdings nie gesehen habe. Allerdings dank Urs Engeler diesen einen Text von der Konjugation, den ich jetzt gerne vorlesen möchte. Von der Konjugation, von der Kunjugation. Mich führt mich an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, wo ich schon bin. Dich führt dich an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahist, wo du schon bist. Ihn führt ihn an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahist, wo er schon ist. Sie führt sie an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahist, wo sie schon ist. Es führt es an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahist, wo es schon ist. Uns führt uns an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, wo wir schon sind. Euch führt euch an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, wo ihr schon seid. Sie führt sie an der Hand. Vertraue dem, es führt sie geradenwegs dahin, wo sie schon sind. Mich führt mich an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, wo ich schon bin. Dich führt dich an der Hand. Vertraue dem, es führt geradewegs dahin, wo du schon bist. Ihn führt ihn an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahist, wo er schon ist. Sie führt sie an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahist, es führt geradenwegs dahist, wo sie schon ist, wo sie schon ist. Es führt es an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahist, wo es schon ist. Uns führt uns an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, wo wir schon sind. Euch führt euch an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, wo ihr schon seid. Sie führt sie an der Hand. Vertraue dem, es führt sie geradenwegs dahin, wo sie schon sind. Mich führt mich an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, es führt geradenwegs dahin, wo ich schon bin. Dich führt dich an der Hand. Vertraue dem, es führt geradewegs dahin, wo du schon bist. Ihn führt ihn an der Hand. Ihn führt ihn an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahist, wo er schon ist. Sie führt sie an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahist. Es führt geradenwegs dahist, wo sie schon ist. Wo sie schon ist. Es führt es an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahist, wo es schon ist. Wo es schon ist. Uns führt uns an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, wo sie schon sind. Wo sie schon sind, wo wir schon sind. Uns führt uns an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, wo wir schon sind. Euch führt euch an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, wo ihr schon seid. Sie führt sie an der Hand. Vertraue dem, es führt sie geradenwegs dahin, wo sie schon sind. Mich führt mich an der Hand, vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, wo ich schon bin. Dich führt dich an der Hand, vertraue dem, es führt geradewegs, geradenwegs, geradenwegs, geradewegs dahin, wo du schon bist. Ihn führt ihn an der Hand, vertraue dem, es führt geradenwegs dahist, wo er schon ist. Sie führt sie an der Hand, vertraue dem, es führt geradenwegs dahist, wo sie schon ist. Es führt geraden, geradenwegs dahist, wo sie schon ist, wo sie schon ist. Es führt es an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, dahist, wo es schon ist. Uns führt uns an der Hand. Uns führt uns an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, wo sie schon sind, wo wir schon sind. Euch führt euch an der Hand. Euch führt euch an der Haar. Euch führt euch an der Haar.
euch führt euch an der Hand. Vertraue, vertraue dem, es führt geradenwegs der Heid, wo ihr schon seid. Sie führt sie an der Hand, sie führt sie an der Hand, vertraue dem, es führt sie geradenwegs dahin, es führt geradenwegs dahin, wo sie schon sind, wo sie schon sind. Mich führt mich an der Hand, vertraue dem, vertraue dem, vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, wo ich schon bin. Dich führt dich an der Hand, vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, wo du schon bist. Ihn führt ihn an der Hand, ihn führt ihn und an der Hand, vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, wo er schon ist. Sie führt sie an der Hand, sie führt sie an der Hand, Hand, vertraue, vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, wo sie schon ist, wo sie schon ist, wo sie schon ist. Es führt es an der Hand, es führt es an der Hand, vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, dahin, wo es schon ist. Uns führt uns an der Hand, uns führt uns an der Hand, vertraue den dem, es führt geradenwegs dahin, es führt geradenwegs, wegs dahin, wo sie schon sind, wo wir schon sind. Euch führt euch an der Hand, 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 vertraue, vertraue dem, vertraue dem, vertraue dem, vertraue, 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 vertraue dem, vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, wo ihr schon seid. Sie führt sie an der Hand, sie führt sie an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, wo sie schon sind, wo sie schon sind. Mich führt mich an der Hand, vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, es führt geradenwegs dahin, wo ich schon bin, wo ich schon bin. Dich führt dich an der Hand, vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, wo du schon bist. Ihn führt ihn und an der Hand, ihn führt ihn und an der Hand, vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, es führt geradenwegs dahin, wo er schon ist. Sie führt sie an der Hand, Hand, sie führt sie an der Hand, 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 vertraue, vertraue, dem vertraue, dem vertraue, vertraue, dem vertraue, dem, es führt geradenwegs dahin, wo sie schon ist. Es führt geradenwegs dahin, wo sie schon ist, liegt der Garten heißt. Wo sie schon ist. Es führt es an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, dahin, wo es schon ist. Uns führt uns an der Hand, uns führt uns an der Hand. Vertraue den dem, es führt geradenwegs, wegs dahin, wo sie schon sind, wo wir schon sind, wo sie schon sind, wo wir schon sind, wo wir schon sind. Euch führt euch an der Hand, euch führt euch an der Hand, euch führt euch an der Hand, euch führt euch an der Hand. Vertraue dem, vertraue, 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 vertraue dem, hat einen Turm, der Tutu heißt. Es führt geradenwegs der Heid, wo ihr schon seid. Sie führt sie an der Hand, sie führt sie an der Hand. Vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, es führt geradenwegs dahin, wo sie schon sind, wo sie schon sind, wo sie schon sind. Mich führt mich an der Hand, mich führt mich an der Wehhand, vertraue dem. Es führt geradenwegs dahin, wo ich schon bin. Es führt geradenwegs dahin, wo ich schon bin, wo ich schon bin, wo sie schon sind. Dich führt dich an der Hand, vertraue dem. Es führt geradenwegs dahin. Es führt geradenwegs dahin, wo du schon bist. Ihn führt ihn und an er Hand. Ihn führt ihn und an er und ihn und an er Hand. Vertraue dem. Es führt geradenwegs dahin, wo er schon ist. Sie führt sie an der Hand, Hand, Hand. Vertraue, vertraue dem, vertraue dem, vertraue, vertraue, vertraue dem. Es führt geradenwegs dahin, wo sie schon ist. Es führt geradenwegs dahin, wo sie schon ist. Es führt es an der Hand, vertraue dem. Es führt geradenwegs dahin, dahin. Es führt geradenwegs dahin, dahin, wo sie schon ist, wo es schon ist. Uns führt uns an der Hand, uns führt uns an der Hand, uns führt uns. Vertraue den dem, vertraue, vertraue den dem. Es führt geradenwegs, wegs dahin. Es führt geradenwegs, wegs dahin, dahin, wo wir schon sind, wo wir schon sind, wo sie schon sind, wo wir schon sind. Euch führt euch an der Hand. Euch führt euch an der Hand, euch führt euch an der Hand, euch führt euch an der Hand, vertraue dem, vertraue, 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 vertraue dem,
Es fuhrt geradenwegs der Halt, wo ihr schon seid. Sie fuhrt sie an der Hand. Sie fuhrt sie an der Hand. Vertraue dem. Es fuhrt geradenwegs dahin. Es fuhrt geradenwegs dahin, wo sie schon sind. Wo sie schon sind. Mich führt mich an der Wehhand. Mich fuhrt mich an der Hand, Wehhand. Vertraue dem. Es fuhrt geradenwegs dahin, wo ich schon bin. Es fuhrt geradenwegs dahin, wo ich schon bin. Wo ich schon bin. Wo sie schon sind. Dich fuhrt dich an der Hand. Vertraue dem. Es fuhrt geradenwegs dahin, wo du schon bist. Sie führt sie an der Hand. Ihn führt ihn an er und an er Hand. Ihn fuhrt ihn und an er Hand. Vertraue dem. Es fuhrt geradenwegs dahin, wo er schon ist. Vertraue dem. Sie fuhrt sie an der Hand, Hand, a, Hand. Vertraue dem. Es fuhrt geradenwegs dahist, wo sie schon ist. Es fuhrt geradenwegs dahist, wo sie schon ist, wo sie schon ist. Es führt es an der Hand. Vertraue dem. Es fuhrt geradenwegs dahin. Es fuhrt geradenwegs dahin, dahist, wo es schon ist. Uns fuhrt uns an der Hand, wo es schon ist. Vertraue dem. Es fuhrt geradenwegs dahin, wo wir schon sind. Euch fuhrt euch an der Hand. Vertraue dem. Es fuhrt geradenwegs dahin, wo ihr schon seid. Sie fuhrt sie an der Hand. Vertraue dem. Es fuhrt geradenwegs dahin, wo sie schon sind, wo sie schon sind. Mich fuhrt mich an der Hand, Wehhand. Vertraue dem. Es fuhrt geradenwegs dahin, wo ich schon bin. Es fuhrt geradenwegs dahin, wo ich schon bin, wo ich schon bin, wo ich schon bin, wo sie schon sind, wo sie schon sind, wo sie schon sind. Dich fuhrt dich an der Hand. Vertraue dem. Es fuhrt geradenwegs dahin. Es fuhrt geradenwegs dahin, wo du schon bist. Sie fuhrt sie an der Hand. Ihn fuhrt ihn und an er Hand. Vertraue dem. Es fuhrt geradenwegs dahist, wo er schon ist. Vertraue dem. Sie fuhrt sie an der Hand, Hand, a, Hand. Vertraue dem. Es fuhrt geradenwegs dahin, wo sie schon ist. Es fuhrt es an der Hand. Uns fuhrt uns an der Hand. Vertraue dem. Es fuhrt geradenwegs dahin. Vertraue dem. Es fuhrt geradenwegs dahin. Es fuhrt geradenwegs dahin, wo es schon ist. Uns fuhrt uns an der Hand, wo es schon ist. Vertraue dem. Es fuhrt geradenwegs dahin, wo sie schon sind, wo wir schon sind.
euch führt euch an der Hand. 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 Vertraue dem. Vertraue. 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 Vertraue dem. Vertraue dem. Vertraue. 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 Vertraue dem. Vertraue dem. Vertraue dem. Vertraue dem. Vertraue. 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 Vertraue dem. Vertraue dem. Vertraue dem, vertraue dem, vertraue dem, vertraue dem, vertraue dem. Es führt geradenwegs der Heid, es führt geradenwegs der Heid, wo ihr schon seid. Sie führt sie an der Hand. Sie führt sie an der Hand. Vertraue dem. Es führt gerade weh, geraden weh, geradenwegs dahin. Mich, mich führt mich an der Hand, weh, weh, Hand. Vertraue, 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 vertraue dem. Es führt geradenwegs dahin, wo ich schon bin. Wo ich schon bin, wo sie schon sind. Dich führt dich an der Hand. Vertraue dem. Es führt geradewegs, geradenwegs, geradenwegs, geradewegs dahin, wo du schon bist. Sie führt sie an der Hand. Ihn führt ihn und an er Hand der Hand. Vertraue dem. Es führt geraden wegs dahin, wo er schon ist. Vertraue dem. Sie führt sie, sie an der Hand, Hand, aa, Hand. Vertraue, vertraue dem. Vertraue dem. Es führt geradenwegs, wegs, geradenwegs, 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 da hieß, wo sie schon ist, schon ist. Es führt es an der Hand. Vertraue dem. Es führt geradenwegs, 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 dahin, dahin, dahin. Es führt geradenwegs, geradenwegs, dahin, da hieß, wo es schon ist. Uns führt uns an der Hand. Uns führt uns an der Hand, wo es schon ist. Uns führt uns. Vertraue dem, vertraue dem, vertraue den dem. Es führt geradenwegs, weh, wegs, wegs, dahist, dahint, wo sie schon sind, wo wir schon sind, wo wir schon sind, wo wir schon sind, wo wir schon sind. Euch führt euch an der Hand. Euch führt euch an der Hand. Vertraue dem, vertraue, 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 vertraue dem, vertraue dem, vertraue dem, vertraue dem. Es führt geradenwegs der Heid. Jetzt haben wir tatsächlich bis zum bitteren Ende konjugiert. Ein langer Text. Das fällt ins Fach der konkreten Poesie, unterscheidet sich für mich dadurch ein bisschen von dem, was er als bildender Künstler gemacht hat, obwohl es eine regelhafte Entgleisung ist, in der man so eine Parallele sehen könnte, dass sich auch einzelne Werke, die er mit Lebensmitteln hergestellt hat, auflösen. Also es gibt diese Auflösungsentscheidungen. Er hat zum Beispiel eine Salami als aufgehende Sonne in seine Bilder montiert und es wurde dann im Zusammenhang mit der Zimmerluft verrottet das dann. Und wenn man glaubt, als Sammler ist es genug, dann hat man so ein Stöpsel in das Bild reingesteckt, dann hörte das auf und dann war das sozusagen konserviert. Und auch das könnte ja unendlich so weitergehen. Es könnte weitere Zerstörungs-Auflösungserscheinungen geben. Was verbinden Sie mit dieser Art von konkreter Poesie? Ja, also für mich ist dieser Text besonders als linguistischer Text, als linguistische Poesie per se interessant, denn was Dieter Roth hier macht, ist etwas, was mir im Deutschen ansonsten sehr, sehr selten vorzukommen scheint, denn er bildet ja aus Adverbien mit Verben zusammen Kontaminationen, wie sie eigentlich nicht möglich sind, also per Fehler vielleicht. Ernst Jandl natürlich, es ist eine Zeit, die dazu geneigt scheint, aber allzu viele Dichter dieser Art und Dichterinnen, glaube ich kaum, hat es tatsächlich wenige gegeben und es fasziniert mich nicht nur dieses Serielle, dass wie Musik wird, wenn man das jetzt gut lesen würde, ja, ich bin natürlich weit weg davon, das schauspielerisch darbieten zu können, da gibt's ein großes Talent, Michael Lenz, der mit Dieter Roth des Öfteren auftritt und das natürlich so performen kann, wie Dieter Roth sich das wahrscheinlich wünschen würde. Aber also in dieser Serialität gepaart mit einem linguistischen Ansatz, eine neologistische Qualität des Deutschen, die Dieter Roth hervorkitzelt aus einer Sprache, die relativ rigide ist im Vergleich zu Sprachen wie das Polnische, habe ich jetzt als unmittelbaren Vergleich auch mit Miron Białoszewski, über den wir später ein wenig sprechen werden. Und ja, ein Beispiel eben dahin, dahist, wie dieses Hingehen, vielleicht wenn man es zurück infinitivisiert oder wie soll ich sagen, könnte dahin ein Dahinsein und also quasi etwas wie eine
ein Synonym des Sterbens zusammengeschlossen in einer Kontamination mit dem Dasein selbst, das sich hier vollzieht und so hinausgeschoben wird, also deswegen auch die Länge dieses Textes, um nicht irgendwie nicht aufzuhören in dieser Konjugation, die ja, die wie sein Werkprozess überhaupt eine in die Unendlichkeit, in die potenzielle Unendlichkeit sich fortzieht und tatsächlich als wäre es nicht genug mit diesem langen Text, der von vielen mit Sicherheit als Zumutung aufgenommen wird und im Video bestimmt durchgescrollt, würde ich trotzdem gerne eine abgespeckte Version davon lesen. Es ist höchst seltsam, was hier in diesem, da drinnen vor dem Auge, in diesem Surkamp-Bändchen veröffentlicht wurde. Wahrscheinlich auch von ihm so abgesegnet, aber eine völlig abgespeckte Form, die nichts mehr hat von dieser litaneihaften Beschwörung der Konjugation, der Grammatik, die uns ja führt in einen freien Garten der Grammatik, in der getan werden kann mit der Sprache, was man möchte, im Vertrauen auf dieses Geführtwerden von ihr, die ja in dieses Gedicht führt über Modulationen, Hypostasen dieses Pronomens, das irgendwie rollt, aber so, als würde ein, ich weiß nicht, mir kommt es vor, als würde ein Quadrat rollen und immer wieder irgendwo anecken, weil es ja so dahin geht in diesem Rhythmus. Übrigens war Dieter Roth ja auch Komponist. Aber mich führt mich an der Hand, vertraue dem, es führt geradenwegs dahin, wo ich schon bin. Dich führt dich an der Hand, vertraue dem, mit Ausrufezeichen, es führt geradenwegs dahin, wo du schon bist. Und dann wird eben durchdekliniert und durchflektiert noch einmal die Pronomen, um im letzten Vierzeiler, denn Sie müssen sich das vorstellen, es entwickelt sich alles aus einem Vierzeiler. Ich habe den Text auch deswegen komplett gelesen, weil Sie ihn wahrscheinlich nirgendwo werden nachlesen können. Es sei denn, Sie geben 3.000 Euro für eine Ausgabe aus. Es endet, sie führt Sie an der Hand, vertraue dem, es führt geradewegs dahin, wo Sie schon sind, da drin vor dem Auge. Und ein faszinierender Text auch, der auch im Rahmen von Seminaren, ich finde, Studierenden etwas zeigen kann von der deutschen Dichtung und ihrer, also oder dem, vielmehr dem Emergieren aus sich selbst und diesem, wie auch bei Elke Erb, über die wir noch sprechen werden, wie so ein Text überhaupt motorisch irgendwie vor sich hin oder und aus sich heraus fließen kann, wenn er geschrieben wird. Also ich weiß, Barbara Wien erzählt in einer Anekdote über Dieter Roth, wie er es geschafft hat, dieses immense Werk aufzubauen. Hauptsache nicht zu stark konzentrieren. Zwischenzeitlich Kartoffeln kochen, Fisch machen da und hier dann aber diesen Text schreiben, der offensichtlich trotzdem von A bis Z durchgeschrieben und durchdekliniert, durchkonjugiert wird und in einen Fluss, in einen ja hypnotischen Fluss bringt, wie er in der deutschsprachigen Dichtung einfach sehr selten zu lesen ist. Vielleicht haben wir dann mit Inga Christensen und anderen Gedichten etwas von diesem Fluss später noch, aber ja, im Deutschen scheint mir das nach wie vor so selten zu sein, dass in jedem Fall rezipiert und wieder rezipiert werden sollte und immer wieder gelesen. Ich will nochmal nachfragen. Also historisch betrachtet ist diese konkrete Poesie in all ihren unterschiedlichen Ausprägungen ja auch eine Reaktion gewesen auf die Indienstnahme der Sprache, das Pathos der Nazis. Und darin ist es ja durchaus verwandt, auch auf eine ganz andere Art und Weise, der Kahlschlagspoesie, die es nach dem Krieg gab, oder auch dem Hermetismus von Paul Celan. Es ist einfach eine völlig andere Strategie, die hier greift. Inwieweit ist das in diesen Text- und Bilderfluten, in denen wir heute leben, überhaupt noch subversiv, wenn dieses Wort nicht selbst schon wieder verboten ist? Steckt da etwas Widerständiges für Sie noch drin? Also es ist aus historischer Perspektive natürlich der Versuch, irgendwie wieder zu sprechen. Ich bin auch nicht ganz Ihrer Meinung, denn die konkrete Poesie, zum Beispiel im Falle Eugen Gomring, es ist doch eine sehr reduzierte, in den meisten Fällen eher, also diese stille
oder die ist sehr, sehr konzentrierte, ist halt fast ein nicht am Rande des Sprechenkönnens immer noch sich entlang hangelnde. Das aber ist die völlige Explosion, die Ekstase, subversiv oder nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, vor dem Hintergrund, wenn man das historisch betrachtet, kann man da sicherlich auch subversives Potenzial sehen, wobei ich nicht glaube, dass es Dieter Roth darum gegangen sein wird, wie subversiv hier vorzugehen, subversiv vielleicht in Bezug auf die Grammatik, in Bezug auf die Sprache. Aber es ist ja eine sprachfokussierte Dichtung in seinem Fall. Ja, Sie sehen da offenbar eine ungeheure Emotionalität in diesem Text. Und Roth als Figur war wahnsinnig emotional. Aber ich sehe eher das Regelhafte. Und so wird ja heute nicht mehr geschrieben. Außer, und da wäre vielleicht ein Anknüpfungspunkt, wir gucken in die digitale Literatur. Ja, sowas, was diese algorithmischen Vorgänge, die Hannes Bajor in Texte hineinprojiziert. Das sehe ich da dann eher dran. Aber das ist eine sehr kühle Vorgehensweise. Und Sie scheinen etwas sehr Hitziges darin zu entdecken. Sie haben ja immer schneller gelesen, diesen Text. Und da geht es um die Frage eines Vertrauens, was gleichzeitig wieder unterwandert und weggeschoben wird durch diese sich selbst auflösende Sprache. Herr Schmatz, Sie kennen das ja auch, diese Texte. Allerdings. Ich kannte sogar den Dieter Roth persönlich und möchte ein bisschen das verstärken, was Dagmara gesagt hat mit der Infragestellung, der Zuordnung zur konkreten Poesie. Das war im Bezug, auch vielleicht bei Ernst Jandl in einer gewissen Schattierung, aber speziell auf Gomringer und diese cleane und coole Art, wo der Text sozusagen zu schauen ist und nicht mehr zu lesen, ist das eine mit Ironie und mit einem gewissen Achselzucken verbundene Attacke auf die konkrete Poesie, die Dieter Roth hier macht. Ganz ein wichtiger Begriff oder eine Möglichkeit des Zugangs, den ich für wichtig halte, ist der Begriff des Fehlers. Ich glaube, den hast du auch schon erwähnt. Die Fehlersetzung war bei Dieter Roth in einer Weise so stark ausgeprägt, um auch dieses Maschinenhafte, Alltägliche, und ich glaube, der Begriff der Maschine ist auch hier ein sehr wichtiger, der gestört werden soll. Dieser Ablauf soll gestört werden. Und auch in Bezug auf die Literatur, die rundherum so passiert ist, wie die konkrete Poesie, auch das war zu glatt. Und Sie haben ja selbst erwähnt, seine bildnerischen und aktionistischen Tendenzen. Auch das spürt man in diesem Text. Also der Fehler ist sehr wichtig. Hans-Jörg Meyer, bei dem die meisten seiner Bände verlegt worden sind, hat mir mal erzählt, dass Roth in die Druckerei gegangen ist und geschaut hat, was der Drucker macht. Er war ja auch, wie erwähnt, Grafiker und ausgebildeter Grafiker. Das spielt auch eine Rolle, dass das Genaue hier Schattierungen des Verschwimmens erfährt. Das gilt auch jetzt für die Konjugation sozusagen. Das heißt, die Basis ist das Modell der Maschine und des Genauen, des Perfekten, das uns sozusagen den Zugang zu einer Wirklichkeit, wie wir sie vielleicht anders sehen wollen, verhindert, dass dadurch in Störung gesetzt wird. Und er hat, wenn der Drucker einen Fehler gemacht hat und der Drucker gesagt hat, Entschuldigung, Herr Roth, ich werde das beheben, sagt er, lass es. Ja? Das heißt, also es ist ja ein völlig anderer Zugang auch zum Drucktechnischen und auch zur Ordnung des Ausdrucks. Dieser Zugang wird hier in diesem Gedicht auch spürbar und anschaulich gemacht. Und das Durchhaltevermögen, und Dagmara hat das ja wirklich wunderbar gemacht, braucht keinen Schauspieler. Ich glaube, er würde sich im Grab umdrehen, wenn das ein Schauspieler lesen würde, sondern es könnte vielleicht der Drucker lesen oder wir eben, die sich sozusagen mit dem auseinandersetzen, aber das nicht eingeübt haben, sondern dieser Entwicklung, in der Linguistik könnte man sagen, wir haben ja hier Phonemanalysenvorgänge. O wird durch U ersetzt, damit haben wir neue semantische Bedeutungen. Assoziativ geht das sofort in eine Welt hinein, wo andere Begriffe für mich auftauchen. Also es reißt mich sozusagen aus der Fachsprache hinaus in eine
Möglichkeit der Erweiterung oder der Verengung und so weiter und so fort. Und es wird ja auch nicht regelhaft durchgezogen. Die Regel ist ja, bei Christensen ist es dann etwas anders und wunderbar anders natürlich, aber bei ihm wird das immer so gestört, nicht? Und es gibt zwei Brüche in dem Text. Es gibt ja keine Topologie in dem Text. Es gibt ja nur Grammatik und diese komischen Wörter. Ne? Ich, wir, euch und so weiter. Es ist der Garten und ja, der Turm. Und der Turm. Und da ist plötzlich, das würde bei Gombringer Familie, Mann, Frau, Kind aus. Ja, das geht nicht. Also wo kommen wir da hin? Plötzlich ist der Garten und der Turm. Er stört sozusagen auch hier den Maschinenablauf. Und letztlich ist alles auch unter einem Schatten des Theoretikers Oswald Wiener zu sehen, der in dieser Zeit auch ganz stark das Humane sozusagen und immer noch, er ist jetzt leider verstorben, mit der Turing-Maschine verglichen hat. Und Roth war ja in dem Kreis, also ich habe ihn in Prinzendorf bei Hermann Nitsch bei den aktionistischen Abenden kennengelernt, war aber immer irgendwie ein Unterläufer dieses antihumanen Ansatzes von Wiener. Er hat immer irgendwie da was hineingebracht, wo er gesagt hat, ah, es geht anders auch. Ne? Und die Ordnung brechen ist immer die Konstruktion des Verständlichen. Er hat zu mir mal gesagt, es ist am besten, wenn du jeden Tag wohin gehst, dass du immer anders gehst. Ne? Also jeden Weg immer anders nehmen. Das passt auch zu dem Gedicht. Die Grammatik sagt schon, geh immer so. Ne? Vertrau doch. Ne? Und so. Ich glaube, wir liegen gar nicht so weit auseinander. Also ich würde Ihnen auch recht geben. Also ein Schauspieler, weiß ich nicht, ob der eine gute Idee wäre. Es ist wirklich so eine Text-to-Speech auf dem Computer, die man haben müsste. Also eine Maschinenstimme vielleicht, die das liest. Aber dieser Aufstand der Maschine, darin liegt doch das Widerständige. Und sowohl in einem umfassenden gesellschaftlichen Sinn wie auch in einem Rütteln an den eigenen Begrenzungen. Ja, man ist halt nun mal in der Grammatik seiner Muttersprache eingeschlossen und kann sich für Momente einbilden, eben sie zu überwinden, indem man neue Sätze formt. Gucken wir mal ein Stück weiter. Wir sind bei Ernst Jandl jetzt ja gar nicht so weit weg von Roth, nur ganz anders. Und vielleicht war ich eher bei Roth bei der Kühle deswegen, weil ich bei Jandl so eine hohe Emotionalität spüre oder so eine unterdrückte Emotionalität, die sehe ich bei Roth eben nicht so. Und auch das fällt zum Teil ins Fach, oder Jandl fällt ins Fach der konkreten Poesie, aber es war ja auch Lettrismus, Lautpoesie, es hat ja in alle Richtungen sich entwickelt. Und weiß nicht, war das Formalistische von Jandls Texten vielleicht sowas wie das Abklingbecken für seine Stimmungen, Verstimmungen, für seine Wut und seine Freude? Naja, es ist immer ein bisschen heikel, biografisch-psychische Momente dann mit dem zu verbinden, was dann als Text erscheint. Also mir persönlich liegt das gar nicht zu sagen, wie er so war, das hat sich dann dort enthoben oder bereinigt. Es war einfach eine Arbeit an der Sprache selbst, in ihren allen möglichen Facetten. Und im Gegensatz zu Dieter Roth, wiewohl also Jandl auch der konkreten Poesie natürlich nahe gestanden ist, aber nicht in der Weise wie Gombringer, in einer gewissen Weise auch nicht von der Montagetechniker wie Heißenbüttel, oder auch wie Gerhard Rühm in seinen ganz, die sehr stark formal gearbeitet haben, ist auch bei Jandl immer so ein bisschen eine Irritation dabei, die sehr stark über das Lautliche funktioniert. Das heißt, das Sprechen, wie wir es dann auch bei Thomas Kling hören werden, der ja da irgendwie auch hineingehört in diesen Kreis, komischerweise, oder nicht komischerweise, sondern bezeichnenderweise, erweitert sich das und gewinnt das, was Sie vielleicht auch gemeint haben, eine Art Leiblichkeit, die in der Rezeption sofort spürbar wird und die übernehmbar ist. Also hier ist immer eine Ansprache, eine Art Dialogfunken, ohne es vielleicht jetzt dezidiert so zu verstehen. Aber für Jandl, mein Tisch ist gedeckt für alle, heißt ein Essayband von ihm, war die Leserin und der Leser wirklich eine wesentliche Landschaft des Echos. Also nicht, dass er sie vielleicht mitgedacht hat, aber
Er hat ja gemeint, dass er hat ja Poesie als eine fortwährende Realisation von Freiheit verstanden. Also das ist auch sehr interessant, fortwährende Realisation, also ein prozessualer Gedanke dabei, der diesen Freiheitsbegriff auch ermöglicht. Und Benze hat einmal von drei Freiheitsgraden in der Dichtung gesprochen, die syntaktische Freiheit, die semantische Freiheit und die ontologische Freiheit. Und bei der syntaktischen Freiheit greift er auf Gertrude Stein zu und bei der semantischen auf Kafka und sein Prager Deutsch, wo sozusagen die Signifikanten zu glühen beginnen und das Ganze ein bisschen wackelt. Und ontologisch, da gibt es verschiedene Schichten, nennt er Joyce. Und ich glaube, dieser Freiheitsbegriff bei Jandl ist auch ganz, ganz stark. Er nennt es ja selbst. Ne? Und ein Zitat vielleicht, bevor ich das Gedicht lese. Nicht nur das Schöne ist schön. Also, ne? Also das ist natürlich schon eine Art von kleine Lampe, die dieses Gedicht von Leuchten eben auch bescheint. Es gibt ja noch verschiedene Möglichkeiten, die wir vielleicht nachher noch ansprechen können. Von Leuchten. Wenn du haben verloren, den selbst dich Vertrauenen als einen Schreibenden. Wenn du haben verloren, den Vertrauenen in den eigenen Kreativitäten. Wenn du haben verloren, den Methoden, den Techniken, zu richten den Lebendigen und den Toten. Wenn du haben verloren, den Zusammensetzen von Worten zu Satzen. Wenn du haben verloren, den Worten überhaupten, sämtlichen Worten. Du haben nicht einen einzigen Worten mehr. Dann du vielleicht werden anfangen leuchten, zeigen in Nachten den Pfaden, denen Hyänen, du phosphoreszierenden Aasen. Ja, das war ein Text aus dem Band Die Bearbeitung der Mütze. Und mir gefällt sehr gut, dass Sie über die Leiblichkeit gesprochen haben, die an diesen Gedichten hängt. Und deswegen war er, so gut Sie das gemacht haben, Ihr bester Vorträger. Ja. Und daran ist der große Unterschied zu Roth eben. Das ist ein viel anonymeres Sprechen. Aber was ich vor allem wissen wollte, das ist ein Beispiel für diese Text in heruntergekommener Sprache, die er zu dieser Zeit entwickelt hat. Das ist ja auch ein Weg, um eigentliche, sehr schlichte Erfahrungen zu sprechen, neu zu sprechen. Und ich lese diesen Text ja vom Wegbleiben, vom Versiegen der Worte durchaus als Bekenntnis zu einem Wegbleiben der Worte, was ihm immer wieder widerfahren ist. Ja, natürlich. Das ist ja auch in diesem Theaterstück, es fällt mir der Titel nicht ein, wo er die Situation des Schreibenden darstellt, der vor dem leeren Platz sitzt und dann drei Zeilen schreibt und das ist dann das Tageswerk, aber die Panik vor dem leeren Blatt ist immens, weil eben diese Sprache sozusagen ein Tor braucht, eine Schleuse, wo das geöffnet wird und da hat er eben verschiedene Sprachformen auch herangezogen und eine Zeit lang wurde das auch mit dem sogenannten Gastarbeiterdeutsch verglichen und das ist gar nicht so richtig. Weil erstens einmal ist die Bezeichnung, würde ich sagen, aus heutiger Sicht sowieso schon sehr eigenartig. Aber er hat hier eine viel strukturellere Form angewendet und auch keinen Grund gehabt, hier sozusagen eine Sprache vielleicht in dem Sinn schon demokratisch hochzuheben, die sowieso im Laufen war. Also es war für ihn, ich habe es erwähnt, auch so eine Art von demokratischer Einbringung, über die Wege der Poesie oder mit den Mitteln der Poesie, der dann eben zu einer Art Befreiung führen konnte. Aber von Leuchten und in dem Buch hier daneben steht von einen Sprachen, ist das natürlich auch ein Roland Barth hat das am Nullpunkt der Literatur genannt, dass wir auf einen Punkt kommen müssen, wenn wir schreiben, um dann wieder irgendwie ansetzen zu können. Und ich glaube, Jandl hat das mit einer Drastik hier vorgeführt. Auch dieser Begriff des Vorführens gilt für alle Gedichte und das war auch bei Dagmaras Roth jetzt so, ist ein wichtiger Moment. Das Gedicht führt selber seine Mechanismen auch vor, ohne dass es in einer gewissen Weise jetzt methodisch belehrend wirken will. Ja, also ist dieses, auch bei Christens, nicht, dieses Entstehende wird sozusagen, ist ein Effekt
ist ein Effekt auch bei Erb. Das wird, da wird es allerdings zerschnitten, dass im Gedicht selber arbeitet und rückwirkend auch die semantischen Einbringungen mitsteuert. Also das ist alles ganz wunderbar, fantastisch. Und Ben hatte gesagt, ein Gedicht ist fertig, bevor es ein Autor weiß. Und das ist eigentlich wunderbar, aber auch nicht ganz so, dass man dem nur folgen darf, nicht? Und da ist es dann schon gut, wenn man dann irgendwo Schnittstellen setzt und das unterbricht und so weiter und so fort. Also und Jandl hat dann noch eine sehr bezeichnende, vielleicht weil ich demokratisch gesagt habe, Ausführung zu diesem heruntergekommenen Sprache genannt. Er hat gemeint, dass die Poesie zwischen der Alltagssprache und der poetischen Sprache steht, sozusagen. Ja? Und dass seine heruntergekommene Sprache den Platz dazwischen sucht. Das heißt, auf Distanz eigentlich gehen in einer gewissen Weise zu den beiden eigenen Sprachformen der Überlieferung in der Poesie und der gegebenen alltäglichen Verwendungen, Dieter Roth hat es gezeigt, dass man da in die Mitte geht und eine gewisse Distanz und nach beiden Seiten Ausschau hält. Und dann schreibt er sehr schön, und ich stehe in der Mitte, also der Autor, und es prasselt von beiden Seiten auf uns nieder, aber wir haben keinen Schirm. Und ich glaube, das ist auch so eine Situation, die sehr bildlich das umschreibt, was hier von Leuchten auch zum Tragen kommt. Noch eine Frage zur Struktur. Irgendwie kippt dieses Gedicht ja in den letzten Zeilen nochmal. Also das erste würde ich so beschreiben, das ist so ein Lord Chandos-Moment, der da kommt. Also das Versiegen der Sprache, das in dem berühmten Brief von Hoffmannsthal, das Zerfallen der Worte wie modrige Pilze im Mund. Und plötzlich passiert was anderes, was ganz was anderes. Und ich lese das so, dass es so eine Sehnsucht gibt, dass es jenseits dieser strukturierten Welt der Sprache etwas gibt, über das man hinaustreten kann, was nur noch leuchtet, also was, ich mal, benannt werden muss. Was entdecken Sie da drin? So, ich habe mich auch an diesem Moment des Textes aufgehalten, weil es ist ja eine seltsame, eigentlich leuchtende Implosion oder quasi, ich habe ihn da schon als, wegen des Leuchtens, wie jemand, der, also wie in der Mythologie, geht da plötzlich ein Toter, Denatus, geht an den Himmel und leuchtet dort, weil dieses Leuchten, also eigentlich nicht herauszulesen aus der Tatsache, dass da jemand umsonst um Worte rang und dann aber in Leuchten, in Licht verwandelt wird. Also weshalb, wie, das ist ja ein absolut wünschenswerter Moment in dieser Textapokalypse, die da vorgeführt wird, dass man dann zu einem Leuchten kommt. Aber also es ist natürlich irgendwie schwer zu erschließen und eine Art Utopie, ein Wunsch vielleicht auch, der uns da gesagt wird. Vielleicht ist es auch eine Suggestion von ihm, eine Art versuche zu leuchten. Wenn du schon nicht schreiben kannst, dann leuchte wenigstens wie ein Leuchtkäfer oder was weiß ich, du Aas. Das ist ja hier das phosphoreszierende Aasen. Mit einer Verwünschung gehen wir aus diesem Text heraus, in dieser Nacht. Ja, also ich glaube schon, dass das Leuchten wirklich auch sehr wichtig ist und natürlich ein Schlüsselbegriff in dem ganzen Strukturgebäude. Und dass vielleicht auch diese Befreiung ins Sprachlose, das natürlich gar nicht geht, aber eben diese Befreiung eben dann auch ist und zeigt, nicht? Also es ist was Epiphanie eigentlich in einer gewissen Weise vorhanden. Und vielleicht ist es auch ein bisschen kombinierbar mit diesem apostolischen Einschub, der ja fast montageartig auch ein bisschen überraschend daherkommt, nicht? Abgesehen davon, dass dieser Modalsatz lange auf das Dann wartet, ne? Das ist ja schon auch gut, ne? Wenn das Dann kommt, ne? Wo sind wir denn? Was will denn der? Jetzt hat er alles, aber dann, ne? Das ist schon sehr schön. Und zu richten den Lebendigen und den Toten, ne? Das ist doch irgendwie das apostolische Glaubensbekenntnis, das hier eingesprengt wird und das ja Jandl sozusagen auch mit dieser hohen Sprache vielleicht verbindet, was in der Heruntergekommenen eben weg muss und dann vielleicht wirklich zum leuchtenden Kelch führt, aber nicht im kirchlichen Sinn.
Wir kommen später auf einige Themen vielleicht noch zurück. An dieser Stelle aber harter Schnitt und Wechsel nach Rumänien. Dagmara Kraus hat nämlich dankenswerterweise jemanden mitgebracht, von dem wir hier noch nie gehört haben, Nikita Stănescu. Wir hatten hier schon Marin Țurescu, den großen Spötter. Wir hatten Mircea Dinescu, den Revolutionspoeten, der heute Koch ist, aber den berühmtesten Nachkriegslyriker Rumäniens, Nikita Stănescu, hatten wir gar nicht, was auch darin liegt, dass man ihn kaum lesen kann. Also es gab ihn in rumänischen Exilverlagen ein bisschen und es gibt eine Neuauflage dieser Übersetzung der 11 Elegien, was sein berühmtestes Buch war. Angeblich hat er das in 2 Tagen und Nächten heruntergeschrieben. Ich glaube es nicht, weil es ist nämlich eine ganz tiefe, hochgradig, komplex gedachte, metaphysische, ja fast religiöse Lyrik, auch wenn er verschiedene Phasen durchgemacht hat. Wie sind Sie überhaupt auf Herrn Stănescu gekommen? Ja, das geht zurück auf meine langjährige Lektüre von Emil Cioran. Die Franzosen sagen Cioran, und die Beschäftigung mit der rumänischsprachigen Literatur. Da kommt man um Nikita Stănescu, der als, ja, wie Sie es sagten, als legendärer Dichter gilt und als immer noch wahrscheinlich größter der rumänischen Sprache bis heute von allen Autoren und Autorinnen und sehr vielen Lesern und Leserinnen rezipiert. Und ja, im Rahmen dieser Beschäftigung mit der rumänischsprachigen Literatur bin ich auf Stănescu gekommen und ja, vor allem auf diesen einen Text, den ich ausgewählt habe, Lectia despre Cerc, Lehre vom Kreis, den ich wirklich meiner Lieblingstexte immer noch erhalte, in seiner sehr strengen Form, in der wirklich absoluten Miniatur, die aber eine gewaltige Dimension entfaltet. Gestern Abend hat Brigitte Oleschinski so schön von dem kleinen Text, der ein großer Text ist, gesprochen. Und ich glaube, dass dieses sehr reduzierte Gedicht, das lediglich aus 8 Versen besteht, sich in diese Kategorie einordnen lässt. Und ich hoffe, dass wir ein wenig über den Symbolgehalt und die Vielfältigkeit an möglichen Interpretationen hier sprechen können, wenn wir den Text einmal aus dem Mund von Stănescu selbst gehört haben. Ich werde Ihnen dann eine approximative Übersetzung ins Deutsche von mir vorlesen. Lectia despre cerc. Se desenează pe nisip un cerc, după care se taie în două. Cu același băț de alun se taie în două. După aceea se cade în genunchi. După aceea se cade în brânci. După aceea se izbește cu fruntea nisipul și se cere iertare cercului. Atât. Lehre vom Kreis. Man zeichne einen Kreis in den Sand, teile ihn in zwei, teile ihn mit demselben Nusszweig in zwei. Falle dann auf die Knie, falle dann flach zu Boden, schlage dann die Stirn in den Sand und bitte den Kreis um Verzeihung. Das war's. Dieses Gedicht stammt aus einem 1979 veröffentlichten Band Operelle Imperfecte, die imperfekten, also unvollkommenen Werke. Ich möchte, bevor ich ein wenig kommentiere, auf die Übersetzung zu sprechen kommen, denn es gibt einige Schwierigkeiten natürlich, die ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten möchte, zumal bei diesem Atit,
am Ende in einem Wort steht da, bricht es ab und ist, also das war's, das wär's, mehr nicht, oder aber in ein Wort gedrängt, sehr reduziert. Sie haben gehört, wie er es liest. Es hängt quasi, es folgt sofort und bricht dann radikal ab. Ein, ich finde, sehr ungewöhnliches Ende für einen Text, der so viel entfaltet, aus übrigens aus seiner geometrischen Phase stammt. Es gibt in der rumänischsprachigen Literatur eine Art, wie soll ich sagen, Fable vielleicht für zu dieser Zeit für geometrische Formen. Ich wollte immer mal untersuchen, ob sich das in der Zeit auch in der europäischen Literatur niederschlägt. Aber hier wird ja dieser Kreis von einem Ich, das spricht, gezogen, wobei dieses C'est de Senerse am Anfang ist auch kein Mann, es ist also eine quasi mir so halb passive Form. Es passiert einfach so, wie diese Geometrie, dieser perfekte Kreis, einfach ohne Zutun perfekt ist. So ungefähr kommt hier dieser Kreis, trotz des agierenden Elementes, natürlich ohne den dieser Kreis nicht zustande käme, aber da in diesen Sand. Und ja, es beschreibt eben jemand, wie mit ganz viel Emphase, ja auch eine Emphase, die für die, ich glaube, aus heutiger Perspektive fast ja, brüskierende Emphase dieses Textes, auch wirklich eigentlich auch gelebte, vielleicht ein Erlebnisgedicht, also quasi, es ist als... Die Worte, die er wählt, sind entsprechend schon fast nicht mehr dieser übermäßig großen, hochpathetischen Erfahrung, auch die hier etwas Ganzes in den Sand zeichnet, eine Ganzheit, etwas Perfektes und zugleich aber um dieser Zerstörung durch sich selbst beizuwohnen, die ja irgendwo tragisch ist, gleichzeitig aber auch die Schönheit eigentlich des Ganzen mitbringt. Und ja, er kniet vor diesem Kreis, vor dieser Unendlichkeit, die sie symbolisiert, vor der, das kann natürlich als Liebesgedicht auch gelesen werden, vor platonischem Hintergrund oder, also es gibt eine, ich glaube, eine große Dimension, über die man nachdenken kann bei dieser Leere vom Kreis, die tatsächlich als Leere angelegt ist und ihrer Teilung, ihrem Zerstörtwerden und der damit einhergehenden ja, Tragödie. Und diesem Verzeihung bitten der Reue letztlich. Ja, es ist, also Nikita Stănescu ist einer dieser Dichter, die in Rumänien nur mit Nikita, jeder weiß, wenn und jede, wenn man von Nikita spricht, das ist so wie Miron Białoszewski, Miron und Nikita sind diese beiden Dichter ganz anders, als wenn man von Philosophen spricht. Man würde Nietzsche zum Beispiel nie mit Friedrich ansprechen, niemand wüsste, wie es ist, da kommen immer die Nachnamen, werden genannt. Und bei den Dichtern, die irgendwie sowas Intimeres haben und man gleich einen Bezug, ja, ich weiß nicht, was es ist, aber also die derart intime Gedichte schreiben, die gleichzeitig auf so viel verweisen und immer aus jeder Perspektive, glaube ich, angegangen werden können, werden eben mit Vornamen und irgendwie so intimisiert an sich herangezogen. Es gibt noch etwas zu diesem Nusszweig, denn das ist eine etwas dunkle Stelle, vielleicht, wenn man die Folklore, die rumänische Folklore hier nicht mit einbezieht. Denn man fragt sich, warum ist es derselbe Nusszweig, der den Kreis zeichnet, zerstört ihn auch. Natürlich, ja, ein Schreibwerkzeug ist es hier. Es ist das Werkzeug des Schaffenden, der Schöpfung hier, aber zugleich ein magischer Zweig, der ganz viele Bedeutung hat in der Folklore, also heilen kann, aber auch zerstören kann. Etwas ist das hier an diesem Meer oder dem Sand, das man sich vielleicht vorstellt, obwohl er ein Bukarester Dichter war, als etwas befremdliches Element reinkommt. Ja, ein schwer zu besprechender Text, wie ich finde, aber ein immer wieder zu lesender Text, über den ich gerne mal einen Aufsatz schreiben würde, weil es sich schwer über ihn spricht.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Korrespondenztexten, die man da an die Seite stellen könnte. Es gibt ja auch eigentlich nur eine Lektion über den Kreis und eine Lektion über den Würfel. Und auch das hat dieses rituelle Moment von Schaffen und Zerstören, von Niederknien und so weiter. Ich weiß gar nicht, was für eine Art von Ritual sehen Sie darin? Tja, was ist das für ein Ritual? Ich weiß nicht, ob es ein Ritual ist. Es gibt zwei Texte, ja. Es gibt zwei Lehren, eine vom Würfel und eine vom Kreis. Aber ja, es hängt mit dem Schaffen und seinem Schaffensbegriff vermutlich in erster Linie zusammen, dass er eine Lehre vielleicht auch für sich selbst schreibt. Aber ja, ein Ritual, das er sicher nicht vollzieht, aber man könnte es ja auch als fluxistische Ereignispartitur rezipieren und daraus ein Ritual machen. Dazu sind mir andere Texte aber wiederum viel zu philosophisch. Ich habe jetzt gelesen in dem etwas wirren Nachruf von Dieter Schlesak, der das auch mal übersetzt hat, und zwar schon Ende der 60er Jahre, dass er ein großer Fan war von das Tao Te Ching von Lao Tzu, also der chinesischen taoistischen Philosophie. Und dieser Inbegriff von Lehre, von Gott, von Sinn, also für die es viele Worte gibt, die sehe ich darin. Und auch das gleich die erste dieser Elegien, da geht es um eine Art von Gottesdefinition, von perfekter, vollkommener Innerlichkeit und nicht vorhandener Äußerlichkeit, von Rand- und Innenleben. Das sind alles so Figuren, die sich dann durch diese Texte auch ein bisschen ziehen. Ja, sicherlich hat dieser Text ja auch etwas einen mystischen Fond. Denn also der Kreis bei Cusanus und seine Ausdehnung in den, also mit der Linie, die immer, also die Koinzidentia Oppositorum, die hier vielleicht auch mitgedacht werden kann, denn wer weiß, wie groß dieser Kreis eigentlich und von wem er gezeichnet wird. Das kann ja auch eine Zeichnung irgendeines Gottes sein oder die dann alles zerstört, um das Unvollkommene in die Welt zu bringen. Aber ja, ich denke, es gibt wirklich viele Möglichkeiten hier anzudocken. Es ist ein sicherlich metaphysisch, mystisch, symbolisch hochaufgeladener Text, der so, wie ich glaube, in der rumänischen Dichtung auch kein Pendant hat, wiewohl durch ihn selbst, wobei der Würfeltext auch nochmal eine ganz andere Kategorie hat, den lassen wir hier raus. Also versuchen wir mal Nikita zu lesen, der deswegen so heißt, weil er eine aus Russland eingewanderte Mutter hatte, ist er kein rumänischer Name und ein schwieriger Mensch auch, der ein charismatischer Trinker gewesen sein muss, der auch deswegen nur ein so kurzes Leben führt. Es gibt, glaube ich, gute Englischübersetzungen. Da kann man auch fündig werden. Da gibt es fast das gesamte Werk. Aber es fehlt eine deutsche Übersetzung. Es fehlt dringend eine neue deutsche Übersetzung. Es gibt ja noch eine österreichische hier. Ja. Omark, das sind die Belgrad-Gedichte. Er hatte auch enge Beziehungen nach Jugoslawien. Mhm. Und da könnte man noch mal gucken. Ich habe noch eine kurze Frage zu dem Adit, ist das ein Wort aus dem Wörterbuch? Gibt's? Ja, das gibt es. Ja. Und es gibt auch, es kommt immer wieder in seinen Texten vor. Und das ist schwer zu übersetzen. Ja, weil also wir haben nichts einen dergleichen. Einzigen, ja, in einem Wort ganz, ganz knapp bricht es ab. Und ja, mich beeindruckt das Gedicht unglaublich. Ich beneide immer oder oft Autorinnen und Autoren, die auf diesem engen Raum, mit diesen einfachsten Wörtern, so einen Raum eben dann öffnen und zeigen. Das ist, und vor allem, wenn dann der Nusszweig kommt, kriegt es plötzlich noch einmal einen Moment, der, sagen wir, das Gestische auch greifbar macht und gleichzeitig mit der Natur verbindet. Also was Sie gesagt haben, mit dem asiatischen, leichter, ich will nicht sagen haiku-artig, weil von der Form hat es nicht, aber dieses Stille halten, also auch die auf Distanz gehen oder auch der Zen-Garten, der geschaffen wird, aber indem du mit dem Besen kehrst, störst du ihn sofort auch wieder, nicht? Also dieses Schöpfen und Zerstören, das hast du ja auch erwähnt, glaube ich, ist da in einer unglaublichen Weise vorhanden. Und dann kommt dieses Adit und holt es runter. Also es ist vielleicht wirklich, man muss da gar nicht viel sagen. Das kann man 10-mal lesen und in sich wirken lassen. Ja, ich habe mich sehr gefreut und zugleich etwas gewundert, dass Ferdinand Schmarz Elizabeth Bishop ausgewählt hat,
weil ich dachte, für jemanden, der sich so eher den Traditionen der Wiener Gruppe verpflichtet fühlt, fällt das so ganz und gar nicht ins Beuteschema. Wie kommt... Ach Gott. Beuteschema ist gut, ja. Ich glaube schon, dass es so innere Prägungen gibt, aus, die einen so auf bestimmte Pferden setzen. Und da Sie haben ja den Altersunterschied erwähnt, da gibt es schon eine gewisse Entwicklung auch. Und letztlich ist ja auch, also ich will das jetzt gar nicht belegen, aber auch die Lehrtätigkeit, da kann man ja nicht nur seine eigenen Poetologien hier durchpeitschen oder durchsetzen. Also und verbeut und so. Nein, ich bin mit der Aufforderung für diesen Abend herumgegangen und hab herumgesucht und bin auf die von Steffen Popp herausgegebene Sammlung gestoßen und habe hier einen Zugang gefunden, der mich in einer gewissen Weise fasziniert hat. Das hat auch ein bisschen mit dem Stanescu zu tun, wo etwas auftaucht, vielleicht jetzt weniger als bei dem rumänischen Dichter hier, auch ontologische Begrifflichkeiten, die vielleicht in dem Sinn, wie Sie vorhin gemeint haben, unter Verdacht gestanden sind früher, Wörter wie Träne, Seele in Bezug auf metaphorische Ebenen. Und das ist plötzlich hier gelungen und aufgegangen. Und beim immer wieder Lesen und auch der anderen Gedichte, und ich glaube, das ist natürlich für unser Gespräch hier und für die Hörerinnen und Hörer und Seherinnen und Seher ein bisschen anders. Es ist immer ganz gut, nicht nur ein Gedicht zu sehen, sondern die Einbindung in das Buch selber, wenn es nicht sogar ein Zyklus ist. Und hier sieht man dann schon auch strukturelle Möglichkeiten, aber die muss man gar nicht so in einer Weise des Analysierens sofort deuten, sondern sie stellen sich ein. Und das ist bei einem einzelnen Gedicht, das man heraus vielleicht nicht so möglich. Ich habe mich dann für das Gedicht Nächtliche Stadt entschieden und vielleicht lese ich es mal und dann können wir nachher noch ein bisschen reden. Nur ganz nebenbei, es ist im Untertitel heißt es vom Flugzeug aus und die von mir erwähnte Gertrude Stein oder Gertrud Stein hat einmal geträumt, sie möchte einen Text schreiben, der vom Flugzeug aus sozusagen strukturiert wird. Also da haben wir auch diese Kartografie, ja, also Strukturen des Verbindenden, des Schemas und ich glaube bei Bishop ist das in einer gewissen Weise auch vorhanden, aber eben nicht in dieser syntaktischen Monotonie der Befreiung wie bei Gertrude Stein, sondern auch in einer Verbindung von metaphysischen Elementen. Und ich glaube, das ist wirklich für mich eine Erweiterung gewesen, wenn das in einer Form eingebunden wird, was eben den Begriff der Form auch schon bedeutet, dass es dann plötzlich eine Art semantische Befreiung dieses sonst sehr nebulosen Begriffes, der stellvertretend ist für Zustände, die werden heruntergeholt im guten Sinn auf eine sehr praktische und anwendbare Ebene, auch beim Durchgang durch die Stadt. Nächtliche Stadt vom Flugzeug aus. Kein Fuß hielt er das aus. Sohlen sind zu dünn. Glasscherben, Flaschenscherben, Halden davon brennen. Über diese Feuer könnte niemand gehen. Diese flammenden Säuren, sich mischendes Blut. Die Stadt brennt Tränen. Ein gestauter See, Aquamarin, beginnt zu rauchen. Die Stadt brennt Schuld. Sie zu entsorgen, muss das Zentralfeuer so stark sein. Diaphane Lymphe. Helles, geschwollenes Blut, Spritzen heraus, klumpendes Gold, dahingeschmolzen, in dunklen Brachen, grüne, phosphoreszierende Salzflüsse strömen. Ein Pool Bitumen, den ein Daikun allein weinte, ein geschwärzter Mond. Ein anderer schluchzte, einen Wolkenkratzer, sieh, weißglühend tropfen seine Antennen. Der Feuersturm ringt nach Luft in einem schrecklichen Vakuum, toter Himmel. Und doch sind da Wesen, Achtsame, oben,
Sie setzen die Füße auf, sie gehen. Grün, rot, grün, rot. Der Hinweis auf Gertrude Stein sagt mir, dass Sie es doch in einem bestimmten Kontext lesen. Ich finde, dass Elizabeth Bishop ganz woanders angesiedelt ist. Das war nur das Flugzeug, bitte. Das war nur das Flugzeug, ja. Okay. Es ist ein typisches Bishop-Gedicht. Es ist ein spätes Gedicht. Es ist aus ihrem letzten Band Geography 3 und ist im New Yorker 1973 erschienen, vielleicht früher geschrieben worden. Man weiß ja nie, sie hat ja oft über Jahrzehnte so Gedichte vorangetrieben. Und es ist aber immer dieser Blick von weit weg, von weit oben auf eine Landschaft, die dann betrachtet wird. Also es hat was Phänomenologisches und ihr berühmtestes Gedicht ist ja The Map, oder mit dem sie den Durchbruch hatte, wo sie eine unter Glas liegende Karte von Neufundland anguckt und darin aber Dinge sieht, die man eigentlich gar nicht sehen kann, nämlich den Tang auch, der da vor der Küste liegt und sowas. Das sind dann die poetischen Prinzipien. Was sehen wir denn eigentlich hier? Ja, also ich hätte den Standläufer auch nehmen können oder das von Ihnen erwähnte Gedicht. Ich habe mich dann für dieses entschieden, weil ich bei Thomas Kling dann Manhattan Mundraum gewählt habe. Und da gibt es dann doch auch Differenzen und so weiter. Also was sehe ich hier? Also ich werde anders als bei Kling, aber doch auch an der Hand genommen und werde in einen Raum hineingeführt, wo verschiedene Phänomene auftauchen, bin aber diesem Raum nicht ausgesetzt in dieser leiblichen Weise der unmittelbaren Empfindung. Und das finde ich ehrlich gesagt auch manchmal gut. Also ich muss nicht immer sozusagen mitverbrennen, sondern ich glaube, die Distanz, es gibt ja hier auch dieses Wort von der gläsernen Scheibe, ich glaube von Marianne Moore ist das ausgehend, dass zwischen Wahrnehmung und und dem beobachtenden Gegenstand hin zum Schreiben, also dass da diese Glasscheibe steht, dass das eine gewisse Distanz auch erforderlich macht, die dann dieses leicht kühle und in einer gewissen Weise auch surrealistisch oder expressionistisch anklingende, ja, zähmt. Und diese Zähmung finde ich so unglaublich interessant. Und damit wird auch die Stadt brennt Tränen. Das würde ich vielleicht in einer gewisser Weise früher, wenn das anders laufen würde, unter Kitschverdacht zuordnen. Oder, mein Gott, ich will gar nichts zuordnen. Aber hier kriegt es eine Art überraschenden Effekt eines plötzlich auftauchenden ontologischen Begriffes. Also jetzt vor allem dann mit der Schuld, nicht? Oder dann später... Ja, kommt Seele auch vor, glaube schon. Ja, also und sie nennt ja auch selber den Begriff, also ein Gedicht soll überraschen. Das muss aber jetzt nicht in ein Gedankengang sein, der irgendwie wie in einem Witz etwas einlöst, sondern vielleicht auch eine Art Auftauchen eines neuen semantischen Bezirkes oder über ein Wort, wo dann plötzlich auch eine assoziative oder eine mögliche Raumbildung aufgeht, in die ich dann hineintreten kann. Die aber in keiner Weise, für sich allein stehen bleibt, sondern weitergeführt wird, fast metonymisch, könnte man sagen, ja. Die Träne ist sozusagen ein Teil des Sees, der ist gestaut, der hat eine Farbe. Ja? Dann beginnt es zu rauchen, alles brennt, aber es brennt anders als vielleicht bei Kling im Mund. Ich würde sagen, bei ihr brennt es aus dem distanzierten Blick der Betrachterin, die aber trotzdem Anteil nimmt. Und es ist ja interessant, dass im letzten Strophenteil, der ist in Klammer gesetzt, und doch, still, ja, und doch sind da Wesen, es taucht jetzt plötzlich auch doch ein Wesen auf, das ist ja auch bei ihr, Sie sind vielleicht sogar eingelesener als ich, Herr Potter, so, dass das oft mehr über die Dinge und über Landschaften geht, ja, aber was heißt das schon, nicht? Wenn wir, was wir wahrnehmen, sind wir auch, ne? Also bei Erb ist das ja noch einmal in einer anderen Weise dann nachvollzogen. Aber das Wesen ist ja in der Stimme des dichterischen Ichs auch vorhanden. Aber es ist schon interessant, dass hier dann doch noch einmal ein Wesen, also ein humanes Moment auftaucht, das rückwirkend noch einmal auch mit meinem eigenen Sehen
verbinden kann. Ja, es ist eine Stadt. Insofern geht man davon aus, dass da Menschen leben oder gelebt haben. Das ist ja auch noch die Frage. Aber Sie weisen zu Recht vor allem darauf hin, ja, diese gläserne Wand, die spielt hier eine Rolle. Die spielt hier ganz ausdrücklich eine Rolle. Sie sitzt im Flugzeug und guckt aus dem Fenster. Innen, danke. Außen. Habe ich gar nicht gedacht. Ja. Sie guckt runter. Sie haben bei der Karte, bei the map, haben Sie das Glas, was da liegt. Und es ist aber auch für Sie selber, glaube ich, immer diese Grenze zwischen Innen und Außen, zwischen Befindlichkeit und Wahrnehmung, zwischen Bewegtheit und reinem Registrieren, die da eine Rolle spielt. Mich interessiert noch sehr viel unmittelbarer, was wird hier eigentlich gezeigt? Denn die meisten Gedichte von Elizabeth Bishop sind gegenständlich. Und es gibt einen Streit jetzt, also alle jüngeren Interpreten lesen darin so ein Bild von vorausgeahnter Umweltzerstörung. Das geht mir zu weit. Aber es gibt einen Komponisten, John Gibson, der dieses Gedicht auch vertont hat. Und er spricht davon, ja, was sieht sie? Sie guckt runter auf eine vom Vietnamkrieg verwüstete Landschaft. Und nachdem ich das gelesen hatte, und sie hat sich damit auch beschäftigt und auseinandergesetzt, ohne dass es thematisch wird, hat mir das sofort eigentlich eingeleuchtet. Ja, das ist eigentlich eine kriegszerstörte Landschaft, auf die sie hinunterguckt. Mhm. Mhm. Ja, das finde ich ja, könnte sein, nicht? Mhm. Könnte sein. Also wir können es jetzt auch nicht entscheiden. Aber trotzdem das freie Assoziieren oder die Möglichkeit einer Deutung nicht ins Unendliche gesteigert. Also es gibt zwei, drei Möglichkeiten, aber die sind dann präzise und klar durch gesetzte Bilder möglich, aber sie gehen nicht darüber hinaus. Und das ist auch eine wichtige Sache in ihrer Ordnungskraft, finde ich. Ja, sie hat ja auch eine wunderbare Klarheit und die natürlich mit diesen ganzen Vorgängen zu tun hat. Ich glaube, sie hat ja selbst, wie hat sie das genannt, ich glaube an das Indirekte. Das ist ja auch, ich meine, also dieser Unmittelbarkeitspathos oder dieser Drang, den ich auch am Anfang meines eigenen Schreibens hatte, ich wollte jetzt sein, nicht? Jetzt sagt direkt, ne? Also Jandl, da geht's ja, das suchen wir das noch einmal, da wird er leuchten. Das hier dann plötzlich das Indirekte. Das ist ja so spannend. Ja, ja. Es leuchtet aber von unten herauf. Und sie sieht es aber von oben, nicht? Und das ist schon eine unglaubliche, wie soll ich sagen, gewagte Perspektive, auch die naheliegend ist, aber wer macht sie, ne? Und vielleicht noch ein Hinweis zu ihrer, zu vielleicht einer poetologischen Einordnung, der ja auch irgendwie angeführt wird, zu Williams, mit seinem Ausspruch, no ideas, more in things. But in things, nicht no ideas, but in things. Also weniger sozusagen, wie Mallarmé gesagt hat, junger Mann, die Gedichte werden nicht mit Ideen, sondern mit Wörtern gemacht. Ne? Ist das so eine Abflachung ein bisschen bei Williams? Und das mit diesen Dingen, sie greift das aber sozusagen ein bisschen anders auf, glaube ich, und geht aber von der Anordnung und von der Bildsetzung der Dinge und ins Wesenhafte eigentlich. Also kommt dann eigentlich zurück. Und ich glaube schon, wie immer, dass es eine Idee auch gibt, bevor wir schreiben. Also man muss es halt nicht sozusagen schon vorher alles wissen. Ne? Das hat ja Williams eher gemeint. Ja. Eine zutiefst amerikanische Tradition jedenfalls. Und Sie haben vorhin Marion Moore, Ihre große Mentorin, erwähnt. Es geht immer ganz viel um Dinge, um Fische, um Elche, um alles Mögliche. Herrlich. Jetzt wird es aber sehr deutsch. Bei Ronald M. Schernikau, wir springen ein Jahrzehnt weiter. Es hat mich wiederum bei Ihnen jetzt gewundert, dass Sie Schernikau nicht ausgewählt haben, aber dass Sie ihn als Dichter so ernst nehmen, denn er scheint mir eher als Prosaist sehr viel bekannter geworden zu sein und noch viel mehr eigentlich jetzt als Literaturlegende, als schwuler Held, als ein nicht ganz zurechnungsfähiger politischer Denker, der kurz vor der Wende noch in die DDR umgezogen ist. Über die Ründe können wir vielleicht noch reden. Aber hier kommen wir mit einem sehr klassischen und doch nicht ganz klassischen Sonett erstmal. Ich lese es einmal vor. Uwe Sonett. Das Warten, warten lassen, kommen doch. Das Funkeln deiner Augen beim zu spät, das Rätseln,
rätseln lassen, dass es geht, das unbegreiflich Nahe und das Noch, das Weggehen, das Entziehen, das Vergehen, das Greifen an die Hüfte unterm Tisch, das Einverständnis fernverschwörerisch, das Lassen, das Bedeuten und das Sehen, das Heimkehren und das Greifen in dein Haar, das Wiedergreifen du in diesmal meins, das Küssen schnell und das danach und keins, das endlich auf das Bett und es ist wahr, das Werfen meines Kopfes nach zurück, das Lachen, das Bedrängen, es, das Glück. Ja, das ist ein undatiertes Gedicht, etwa 1986 aus dem Nachlass von Tschernikau. Ich weiß gar nicht, ob es ein Nachlassband gibt oder ob da jemand dran ist. Ich bin auf Tschernikau am Deutschen Literaturinstitut gestoßen während meines Studiums dort über Tobias Amslinger, der Tschernikau las und immer wieder las und mit einem Kommilitonen dann auch Veranstaltungen zu Lesungen machte. Tschernikau habe ich deswegen ausgewählt, weil Sie, Herr Dotzauer, mir mal sagten, es habe aus den Literaturinstituten bei unserem einzigen Treffen keinen namhaften Lyriker oder eine namhafte Lyrikerin gegeben, die also bis heute, glaube ich, lesbar wären. Und ich weiß nicht, es bezog sich vor allem auf das Schreibinstitut von heute, aber Tschernikau und die später zu lesende Helga M. Nowak kommen ja aus dieser Becherschule der DDR. Ronald Tschernikau war ein ganz besonderer Fall, in der DDR geboren, dann im Kofferraum seiner Mutter geflüchtet in die BRD, um 20 Jahre später, übrigens hat er in Lehrte gelebt, ich habe ja meinen Lebensmittelpunkt auch in diese Gegend verschoben zuletzt und suche nach Dichtungen aus dieser Gegend und Tschernikau fällt also auch geografisch ein wenig in diese Richtung. Er ist dann aber, nachdem er die Flucht im Kofferraum überstanden hat, als überzeugter Kommunist wieder in die DDR zurückgegangen, weil er am Johannes R. Becher Institut studieren wollte und vor allem, weil er der Ideologie der DDR anhing und überzeugt war und immer überall dafür argumentiert hat in Texten, die auch überliefert sind. Aber ja, ich habe ein Sonett ausgewählt, weil ich ein Liebesgedicht in dieser Reihe von Texten für heute haben wollte und eines, das von einem ganz jungen Autor stammt. Ronald Tschernikau ist mit 31 Jahren an AIDS gestorben und war auch ein explizit homosexueller Dichter. Es ist also ein, ja, ich weiß nicht, ob man es herausliest. Uwe Sonett, natürlich, wenn Ronald Tschernikau darüber steht, kann man es ahnen. Aber ja, es ist ein Sonett, so wie Dieter Roth auch ganz andere Sonette geschrieben hat, ist dies übrigens keines der sehr schockierenden Sonette. Wir wissen von Tschernikau, dass er an Shakespeare gelernt hat. Vielleicht darf ich im Vergleich eine Übersetzung von Tschernikau anlesen, nämlich des 66. Sonetts von Shakespeare. Sie kennen es aber nicht in dieser Ausführung. Ihr kotzt mich an, ich würde jetzt gerne gehen. Dass Sie mein Staunen immer noch bescheiden nennen und hinter Lachen nicht die Armut sehen und freien Mut nicht, nur noch Lüge kennen und schamlos Ihr Geschwätztes konservieren und Liebstes nur zum Zoten finden und über Unrecht uns und Unglück nicht mehr frieren und über jede Art und uns einzubinden und die Verfolgten dieser Zeit bei Tische mit verbieten und Herren sind und schrecklich unentzweit, dass alle Aufrechten aus ihrer Welt gerieten und so Gefahr mir droht, gewöhnt. Die Wohnung ist nicht weit. Und wie gesagt, ihr kotzt mich an, doch mir zum Gehen fehlt dieser dort schweigende und redende und mir so liebe Mann. Und dieser Shakespeare'sche, über diese Shakespeare'sche Schräge quasi überwandet zurück zu diesem
lieben Mann, den er im Uwe-Sonett findet und dem er dieses Denkmal setzt, ist für mich besonders wiederum aus grammatikalischer Hinsicht vielleicht ein interessantes Sonett, weil es mit diesen Infinitiven, und zwar durchgängig mit Infinitiven arbeitet, die, ich glaube, wie sonst als in solchen offenen Infinitiven kann man eigentlich besser über die Liebe sprechen. Es hat es korreliert, glaube ich, mit dem, was hier dargestellt wird. Gleichzeitig ist es ein relativ schlichtes, gereimtes Gedicht und doch irgendwo ein ganz besonderes und besonders geglücktes Sonett eines noch sehr jungen Autors, an den ich hier mal erinnern wollte. Ja, dieser Uwe taucht, glaube ich, auch in anderen Texten noch auf, wobei den Nachlass betreut, glaube ich, sein langjähriger Lebensgefährte Thomas Keck, ein Schauspieler, mit dem er gelebt hat. Der pflegt auch die Website, wo man eigentlich alles finden kann, was man dazu braucht. Ich kann mich übrigens nicht erinnern, dass ich so pauschal gegen Literaturinstitute geschimpft hatte. Das würde ich so nicht tun. Ich habe da hoffentlich eine halbwegs differenzierte Auffassung, was höchstens sein kann, wenn wir in diesem konkreten Fall darüber gesprochen hätten, wie gesagt, also jemand, der mit der Hilfe von Peter Hacks dorthin kommt, ja, was Czernikau geschafft hat, dann würde ich mal sagen, dann passt irgendwas nicht. Also er war mit 16 schon in der DKP hier in Westdeutschland, bevor er dann wieder ging. Und Peter Hacks ist für mich eine absolute Hassfigur, ja, in seiner, wie er gegen Romantik austeilt und so weiter. Das ist wirklich so eine DDR-Aristokratie, Dichteraristokratie, die man, glaube ich, ich bin ihm nie persönlich begegnet, aber es gibt viele, glaube ich, die mit großer Distanz ihm gegenüber aufgetreten sind. Aber da sehen wir auch wieder, wie sagen wir, wie Biografien sozusagen Handlungen nicht unbedingt dazu führen müssen, dass das Gedicht dann auch dem entspricht. Ne? Das ist ein ganz tolles Gedicht eigentlich, ein Sonett eben. Nein, überhaupt ganz tolle Texte. Also auch Czernikau kann man immer wieder lesen. Es zerfällt so ein bisschen in diese Heiligsprechung, die es auch in Filmen gibt. Matthias Frings hat ein Buch über ihn geschrieben, auch einen Film über ihn gedreht. Es gibt ganz viel. Und darüber gerät die Literatur schnell in Vergessenheit. Insofern ist es sehr schön, dass wir das jetzt gemacht haben. Das habe ich eine Frage. Zu dem das geht, dass es geht. Es ist, glaube ich, kein Fehler. Ich habe darüber nachgedacht. Ich denke da immer darüber nach. Ja. Ich glaube nicht, denn die anderen richtig, das richtig. Sind alle ohne doppeltes S und es ist eben ein das es geht. Ja, es muss das sein. Rätseln lassen oder rückwirkend das es geht. Ja, das könnte auch sein. Ja, könnte aber auch sein, aber ich glaube, es ist schon Fluss, ne? Ich denke, es ist schon dieses es geht, das Warten ist, das es geht steht ja als steht so da. Weil sonst kann man das ja und sonst ist es ja immer artikelhaft, also nicht das sehen. Ja. Interessant. Ja. Ganz interessant. Also der Roth hat seine Freude. Der Brückenschlag zu Reinhard Priesnitz wäre, dass man sagt, auch leider furchtbar jung gestorben, aber natürlich etwas ganz anderes, wieder 1945 in Wien geboren und auch dort gestorben. Bevor wir überhaupt über seine Texte reden, Sie verwalten seinen Nachlass, wie kam es dazu? Das war einfach eine Folge unserer Bekanntschaft und sich auch langsam entwickelnden Freundschaft. Es gibt gewisse Begegnungen, die zwischenmenschlich schwierig sind, einen harten Anfang haben und sich dann immer sehr schön erweichen. Es war bei Reinhard Priesnitz bei mir ähnlich. Und es war ein sehr in sich verschlossener, wenn auch in der Gesellschaft sehr offener Mensch. Also darum bin ich mit dem Begriff der Freundschaft hier zurückhaltend. Es hat aber dann eine starke Annäherung gegeben und mein erster Gedichtband in der Edition Neue Texte von Heimrat Becker gegründet, der die Nachschrift, also diese konkrete Poesieaufarbeitung des nationalsozialistischen Terrors gemacht hat, könnte man auch hier gut besprechen. Dort war Priesnitz mit seinem Buch eben schon vertreten und war im Lektorat. Und nach einigen, zechten Nächten und sonstigen Gesprächen sind wir dann doch auch zur Literatur gekommen und er hat mein Manuskript bekommen und hat es dann dort mehr oder minder eingeführt. Und so entstand
von Anfang an eine starke Nähe, hat mir dann auch ein Nachwort geschrieben, das ich bewundernswert finde, nicht für mich, sondern als Nachwort per se. Und mit seinem Ableben war es ein bisschen kompliziert, weil ich, vielleicht wird das jetzt zu lange, weil ich 2 Jahre in Japan war und da hat es eine Zäsur gegeben, 83 bis 85. Vorher war eben das schon gegeben, 85 bin ich zurück und da hatte er schon, wir wissen es nicht genau, Krebs. Vorangegangen ist aber ein Vorfall beim Bielefelder Kolloquium für neue Poesie, wo Franz Josef Czernin und ich so die Jüngsten waren, dann später ist dann noch Thomas Kling dazugekommen. Also das hat sich dann immer sehr stark veraltet. Aber 1981 war das und 82, das war in Athen und dort ist Priesnitz gestürzt und hat sich eine ganz schwere Kopfverletzung zugezogen. Oswald Wiener und ich haben ihn dann ins Hotel getragen, durch einen Park ins Bett gelegt. Ich habe mit ihm das Zimmer geteilt und das war ganz fürchterlich. Und Jandl hat dann am nächsten Tag einen Mediziner kommen lassen und der wurde 6 Stunden operiert. Und da hat eine Epilepsie eingesetzt und das Ganze hat sich dann ganz tragisch erweitert. Und es ist dann zum Ableben leider gekommen, wie Sie gesagt haben, mit 40. Und ja, und da war ich dann halt der Nächste. Und ich war auch dann sehr oft an seinem Krankenbett und habe auch mit seiner Frau Cora Bongratz, eine Fotografin, die allerdings psychisch erkrankt ist und da waren sehr große Spannungen, und seinem Sohn Konrad, der jetzt auch ein Gedichtband vor einiger Zeit veröffentlicht hat, gar nicht uninteressant, habe ich das dann übernommen. Gemeinsam mit dem Hans Heider von der Presse haben wir dann eben das Ganze nummeriert, in Akten gelegt und dann ist es zu den Herausgaben gekommen. Genau, jetzt wollen wir kurz über ein Gedicht sprechen, Heldin, ja, über das Franz Josef Czernin, den Sie gerade erwähnt, ein ganzes Buch geschrieben hat. Ja, mal schauen, ob wir das hinkriegen, ja, die Schreibhand. Ja, genau. Na, das kann ich nicht, das kann er besser, aber also Heldin aus den 44 Gedichten. Heldin. Die Matrix lau auf einmal. Vögel lähmen die dumpfe Schreibhand. Ihre Züge wellen in lineare Phasen Vorzugwellen. Und übersät von Efferenzsystemen, muss sie die Regelung auf dumpfer stellen. Keine Erhellung kann den Krampf beschämen, sie liegt vor Selbstanwendbarkeitsproblemen und schwappt und schaukelt und die Bilder schnellen. War sie nicht selber Vogel, zahm und lange, abschwebend aufzufahren, sich zu strafen, so nett zu sein, im Wiederholungszwange? Sie regt sich noch und ist doch eingeschlafen, ein letztes Mal, schwach. Kaum im Schwange drückt sie Begriffsschiffs auf den Mittelhafen. Tja, also was uns mit Janika verbindet, ist das so nett. Zumindest, nicht? Also es ist ein bisschen versteckt, ne? Es ist eins. Und es wird auch mit dieser wortspielerisch so nett zu sein, ja sozusagen auch mit dem Namen genannt und gleichzeitig auch die Tradition des Sonetts mit dem Begriff so nett zu sein ein bisschen in Frage gestellt. Aber das ist bei Priesnitz immer ein Gestus des Spielerischen. So wie Jandl gesagt hat, Jandl hat von der dynamischen Tradition gesprochen, das heißt, dass wir, und ich kann das nur teilen und sicher du auch, Dagmara, dass wir leben von dem, was wir gelesen haben, dass wir hier also Texte und Haltungen und was auch immer aufgreifen und das und vor allem auch die Texte dieser Autorinnen und Autoren und dann sozusagen in einer dynamischen Weise lesen und weitertreiben. Da war Priesnitz also ein Beispiel dafür, der also zu später Stunde mich mit Schach sofort nachgesetzt und nach 20 Whisky-Gläsern und immer noch also Brentano zitieren konnte oder Gertrude Stein, gleichzeitig aber auch ein Wiener Lied oder einen Schlager. Ja. Also ich habe da viel lernen müssen. Es war nicht leicht. Ich bin auch nicht so richtig aufgestiegen, aber bist du, ja. Also auch, aber das sagt ein bisschen auch die Stimmung dieser Haltung, die hier auftaucht. Gleichzeitig auch verbunden mit dem Jandl-Gedicht, wenn man das jetzt, ohne das jetzt kurz zu schalten, natürlich. Es gibt ja da auch in dem Text, eine Art konkretes Gedicht,
wo er auch diese Ironie an die konkrete Poesie aufgreift. Das ist dann hier Napf, Knospe, Kopf und Narbe, wo er sozusagen nur mit, wo der Knopf nicht vorkommt, sozusagen die leere Mitte der Signifikanten, aber rundherum die diskursiven Elemente zu den Inhalt stiften. Das ist alles bei Priesnitz irgendwie vorhanden und gleichzeitig diese unglaubliche Liebe zur Tradition. Er hat ja im Umfeld der Wiener Gruppe den Begriff Gedicht wieder hineingebracht. Da waren ja Texte, Konstellationen, was weiß ich, wie das geheißen hat, Rühm, und die Leute haben am Anfang ein bisschen die Nase gerümpft, wieso jetzt wieder Gedichte, aber das war sozusagen der nächste Schritt wieder zurück, was wir jetzt in den 90ern und bis jetzt wieder haben. Man kann das machen, allerdings mit anderen Möglichkeiten, mit Öffnungen, die bei Jandl, vielleicht auch bei Czernica und bei den anderen genannten auftauchen, und speziell bei Priesnitz, diese Öffnungen, das wieder zu machen und es anders zu sehen, ne? Und Heldin ist halt eingebunden auch in diese 44 Gedichten. Das, was ich vorhin gemeint habe, das Gedicht selber in seiner Entstehungsweise sich selber schreibt, gleichzeitig aber verbunden mit einem daraufblickenden oder in diesem selber Schreiben agierenden Ich des Autors, das mit der Schreibhand metonymisch oder vielleicht sogar metaphorisch oder eher metonymisch bezeichnet wird, wo wir wiederum auch das Sinnliche gleichzeitig haben und auch die Schrift. Ich werde dann bei Thomas Klink, er zitiert dann Priesnitz, die Rede, die in die Schrift flieht, kein Entkommen. Das war eines der letzten Gedichte von Priesnitz, am Sterbebett mehr oder weniger. Also auch hier dieses Verhältnis von Schriftlichkeit und fixierter Sprache mit Regelhaftigkeit, wie bei Roth in einer gewissen Weise, gegen das Gesprochene und vielleicht etwas rauschhaftere, also im Sinn des Rauschens belegte Sprechen. Also das kommt hier alles rein, gleichzeitig auch mit also den Topoi der Dichtung, der Vogel, nicht das Schiff, ne? Und so weiter, verbunden mit der technischen, mit dem technologischen oder technischen wissenschaftlichen Vokabular. Ja, das eine seltsame Spannung ergibt, die aber in der Schönheit des Laufs, des Flusses dieser Verse aufgefangen wird. Ne? Also, und das ist eben das unglaubliche Können von Priesnitz, hier sozusagen das Konventionelle einzubauen und gleichzeitig als Konventionelles zu entlarven. Also das ist in einer gewissen Weise nicht mehr nachvollziehbar, wie der das geschafft hat, und trotzdem auch die historischen Formen des Sonetts und so weiter beizubehalten und gleichzeitig auch die Stimmung eines Zeitraumes einzubringen, die bei Jandl auftaucht, bei Roth, und die auch mit dem Begriff der Skepsis, er selber nennt das runter, Richtung runter zu zum Schreiben ist. Also es war eine ziemlich dumpfe Zeit auch in einer gewissen Weise. Also wir sind einmal herumgezogen und haben gesagt, es geht darum, aufzuhören mit dem Schreiben. Das ist die größte Leistung. Ne? Also ich habe es, vielleicht sagen manche leider, ich sage Gott sei Dank nicht gemacht. Er ist gestorben und hat eben aber auch sehr konzentriert an diesem schmalen Werk, das aber ein riesiges ist. Meiner Meinung nach wären ja die 44 Gedichte 44 Bücher. Es ist jedes in einer gewissen Weise anders, methodisch konzipiert, und er hat einen Begriff geprägt, Zwischensprache, in einem Brief an Chris Betzel, ein Autor, der auch im Bielefelder Kolloquium war, und in diesem Brief gibt er ein bisschen was von seiner Methode preis. Er schimpft auf die Linguisten, dass die völlig falsch sozusagen vorgehen und dass es in der Dichtung diese Chance ist, einer linguistischen Öffnung im Sinn von was geht und was geht nicht. Also er hat versucht, verschiedene Wörter zu nehmen, beim Gedicht Zitronen, das er dann beschreibt, und hat die Begriffe sozusagen miteinander ausgetauscht, verwoben, anders platziert und so weiter, und geht nicht. Und dieses geht nicht war genau der Raum, der eben nur in der dichterischen Praxis erfahrbar ist, wo das dann sozusagen zum Gedicht führen kann. Und er spricht dann von einer Art Zwischensprache, die sozusagen schwebend ist. Also die auch einen Raum zwischen den, Saussure würde sagen, Signifikanten hat, ja, die da sind, aber eigentlich ist das, was nicht gesagt wird oder das, was sie verdecken,
oder gleichzeitig aber auch im Sinn der Gesellschaft, die diese diskursiven Elemente verwendet, aufreißen und plastisch vorführen, nicht eine Art von Analyse. Das ist hier ein bisschen anders. Es ist ein sehr poetologisch reflexives Gedicht, aber mit der Schönheit, ja, einer rhetorischen Pracht, würde ich sagen. Ne? Also vor allem im ersten Terzett. Ne? Und so weiter und so fort, ja. Ich würde da glatt noch den thematischen Bogen zu Jandl zurückschlagen. Und einerseits geht es hier um die physische Lähmung einer Schreibhand, die hier so auf der Oberfläche ausbuchstabiert wird. Aber wenn es jetzt um das Wort Selbstanwendungsproblem geht, könnte man auch sagen, es geht natürlich auch um eine innere Dumpfheit, die hier Gestalt, ja, zur Sprache kommt. Die zur Sprache kommt. Ja. Also, aber jetzt nicht als in einem weinerlichen oder drastisch-expressionistischen Gestus, sondern eben so gedreht auch mit dieser Selbstanwendbarkeitsproblem. Um Gottes Willen, das ist ja ein Hammer, das Wort, ja. Aber es steht so da, als wäre es wie eine Rosa bei Shakespeare oder so, nicht? Also, das ist, ne? Und dann kommt aber gleich und schwappt und schaukelt und die Bilder schnellen, nicht? Also, das hat auch alliterationäre Kräfte, also es ist dann rückwirkend, die Topoi Vogel, zahm und lange abschweben und so, nicht? Also, und der Wiederholungszwange, nicht? Also, was die Tradition anbelangt, was die Sprache an sich anbelangt, wieder sind wir bei Dieter Roth. Es ist irgendwie eine wunderbare Sache, wie ich das zusammengittere, aber eigentlich ergibt es sich auch. Es ist wunderbar, was wir ausgewählt haben, glaube ich. Und ja, und Begriffsschiffs auf den Mittelhafen, also da haben wir natürlich den Begriff und die Mittel. Es ist auch der Hafen in der Mitte, aber die Mittel des Schreibens, ne, die mit den Begriffen hantieren, die im Wiederholungszwange fast eine andere Leuchtkraft annehmen und so weiter und so fort. Also man könnte da viel sagen. Das tun wir jetzt nicht mehr, sondern wir schreiten fort zu Miron Bjarzewski. 1922 in Warschau geboren, Dichter, Autor, Theatermacher, Teilnehmer des Warschauer Aufstands, worüber er ein ganz großartiges Tagebuch geschrieben hat, was in mehreren Auflagen, ist übersetzt von Esther Kinski, rausgekommen ist. Aber trotzdem muss man Ihnen, Dagmar Kraus, zugestehen, dass Sie eigentlich den Dichter uns ins Bewusstsein gerufen haben. Denn 2012 haben Sie einen ersten Gedichtband bei Reinecke und Voss übersetzt. Sie haben bei Rough Books im letzten Jahr nachgelegt und es kommt bei Wunderhorn in dieser Essay-Reihe Zwiesprachen ein Essay über Bjarzewski heraus. Er ist so eine Art Hausheiliger für Sie. Ja, das kann man so sagen. Ja, das, ich glaube, Bjarzewski, wenn es einen Dichter gibt oder eine Dichtung, die mich seit jeher besonders fasziniert, dann ist das Miron Bjarzewski mit seiner Art, mit Sprache umzugehen und das Polnische an seine Grenzen zu treiben und darüber hinaus. Und ich habe in dem Gedicht, das ich für heute ausgewählt habe, kein sehr sprachexperimentelles Gedicht ausgewählt, weil diese Texte wirklich sehr schwer zu übersetzen sind und schwer ins Deutsche zu holen, dass teilweise Möglichkeiten des Polnischen nicht zur Verfügung hat. Dazu werde ich noch etwas sagen im Zusammenhang mit der später zu lesenden Krystyna Miłobędzka. Aber ja, Miron Bjarzewski gilt in Polen als Hauptvertreter der wiederum linguistischen Schule. Hier ein Gedicht aus den 70er Jahren. Ich möchte nicht verschweigen, obwohl es sich eigentlich nicht gehört, hier von Texten zu sprechen, die dann nicht zur Sprache gelangen. Aber ich hätte gerne eines aus den 50er, 60er Jahren genommen, ein etwas anders geartetes Gedicht, und habe mich dann für dieses hier entschieden, das zuletzt in dem Band, den Sie erwähnt haben, Mironien oder Mironien, mit einem Wort Miron Bjarzewskis, abgedruckt wurde. Und ich lese ihn auf Polnisch vor zunächst. Dłużej popasać. Dziś poganiacz czasu poczuł zapach peonii i wiolonczeli. Bardzo wymyślne, pomogło. Zawrócił, razem z czasem jak z krowami, stanął, znów się odwrócił, bo przypomniał sobie strach cofania i poszedł za ogonem czasu. Tak wolno, że czas aż zrobił kupę.
länger weiden. Heute witterte der Treiber der Zeit einen Duft von Päonien und Cellos, recht findig, es wirkte. Er kehrte um mit der Zeit wie mit Kühen, blieb stehen, drehte sich nochmals um, denn er dachte an die Angst vor dem Rückwärts, und dann ging er dem Schwanz der Zeit nach, so langsam, dass die Zeit schier einen Haufen machte. Der ganze Witz und die ganze Tiefe dieses Gedichts erklären sich eigentlich von selbst, auch wenn man es jetzt auf Anhieb gar nicht mitkriegt. Deswegen kann ich nur die Zuschauerinnen halt alle auffordern, die Texte, die wir hier so schnell einmal durchhetzen, in Ruhe noch einmal zu lesen, um das mitzukriegen. Und ich glaube, das ist insofern ein typischer Text von Miron Berbischewski, als man eben auch das Pointierte da nochmal drin hat. Und das in seiner Heimat auch von allen geschätzt wird. Also man kennt ihn da einfach. Das ist ganz anders als bei uns. Und wenn Sie sich, glaube ich, wenn Sie noch was dazu sagen möchten, speziell zu diesem Gedicht oder seiner Entstehung, aber alles, was man über ihn wissen muss, hoffe ich, schreiben Sie in dem Essay, was jetzt bei Wunderhorn rauskommt. Ja, ich hoffe, dass ich einiges zu der Erklärung beitragen kann in diesem Essay. Aber ja. Jetzt kommen wir noch zu Inga Christensen, ein Dauergast hier und ein Dauergast auch mit ihrem berühmtesten Zyklus, dem Alphabet. Die Verehrung, die ihr entgegengebracht wird, kommt vielleicht auch daher, dass sie für alle poetischen Schulen irgendwie zugänglich ist. Also für die, wenn ich die jetzt so pauschal nenne, für die Formalisten, für die Inhaltisten und für die Konkretisten, also alles, was man da reinprojizieren will, ist da drin. Und man, diese große Liebe zeigt sich hier, ich habe jetzt mal nicht das, den Gedichtband mitgebracht, sondern dieses Schreibheft, was nach ihrem Tod erschienen ist, 2010, 2009 ist sie gestorben. Und da hat man eben auch die gesamte Bandbreite von Michael Krügers Peter Waterhouse drin, die sich hier vor ihr noch einmal verneigen. Wie sind Sie Inga Christensen begegnet? Sie meinen die Literatur und die... Genau, und mit welchem Text war es auch das Alphabet? Das war das Alphabet, sofort, das war das Alphabet. Und ich habe sie, ich habe hier die Widmung im Mai 94 in Bielefeld eben kennengelernt, wo sie eingeladen war. Also auch das zeigt irgendwie das, was Sie soeben gesagt haben, also... Kolloquium für neue Poesie, natürlich gehört sie da dazu, aber es waren doch gewisse Ausrichtungen, Mohn, Heißenbüttel und so weiter, nicht Rühm, Mayröcker war natürlich auch dort, dass sie da eben eingeladen worden ist, weil doch ein gewisser methodischer Zugang zum Gedichte hervorlocken oder verfertigen dort sehr stark, wie soll ich sagen, im Schwange war und geliebt war. Darum habe ich es mir immer ein bisschen schwer getan, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe selber in meinem Zusammenhang immer von einem Phantom der Methode gesprochen. Also, dass ich sozusagen eine Regel habe, die aber im Hinterstübchen läuft und nicht unbedingt eine nachvollziehbare Regel am Text selber ist. Und auch in Bezug auf dieses Maschinenhafte und so weiter, um das zuzulassen, aber gleichzeitig auch sofort in der Umarbeitung zu durchbrechen, wenn es klappt und so. Also das war mir immer wichtig. Und das führt mich aber auch jetzt, es geht ja nicht um mich, zu Inga Christensen, wo das ja in einer ganz anderen Weise noch einmal praktiziert wird, mit der berühmten Fibonacci-Reihe, die sie sozusagen nicht mehr so zu sagen, sondern so zu schreiben für ein ganzes Buch anwendet. Es ist eine Reihenfolge, die ständig wächst mit gewissen Summierungen der Vorderelemente. 1, 3, 5, 8, 13 und so weiter. Und das polt sie jetzt auf diverse um und so entsteht unnachgiebig das, was wir Schöpfung vielleicht nennen können. Also da sind wir wieder bei diesem maschinenartigen Begriff, der aber gleichzeitig bei ihr einen kosmologisch angehauchten bekommt. Wie bekommt er den? Durch ihre Einbringung, ihrer semantischen Einheiten, die dann wiederum aus dem Wörterbuch zu stammen scheinen. Also auch hier wieder eine Methode. Also, und sie spricht in dem Nachwort oder in vielen Interviews auch, dass es für sie nicht irgendwie ergiebig ist,
über ihr Staubabwischen zu schreiben. Was ich allerdings anfügen möchte, das wäre gar nicht uninteressant, was da wohl herauskäme. Also ich nehme jetzt mich, denkt da nicht an eine Frau, aber dass sie sozusagen etwas machen will, was sie nicht kennt, wo sie hingeführt wird, was sozusagen eine Art Regel vorgibt. Also das, was mit der Bezeichnung Ulipo, also dieser stark mathematisch regeldefinierten Kontrast, einfach als Regelung. Ja. Genau, wo sie auch dabei war, mit Oscar Pasteur. Also eigentlich ganz wenige Nicht-Franzosen und Französinnen. Also das zeigt auch schon was, dass sie da integrierbar war. Und trotzdem finde ich, ist es so, wie Wittgenstein gesagt hat, im Traktatus eine stark formale philosophische Zugangsweise, die natürlich mit dem Erkennen von Welt und was hier die Sprache und vor allem der Satz für eine Rolle spielt, in einer zweiten Drittel ungefähr eine Passage bekommt, man muss auf der Leiter hinaufsteigen und sie dann wegwerfen und dann entsteht das Mystische. Das ist mehr damit auch für Mathematik durchaus ein Bild, das man irgendwie kennt, dann leuchtet es. Ne? Da wären wir wieder beim Jandl. Und ich glaube, und das ist sozusagen, finde ich, wenn die Methode da ist und sie hat diese Leiter und wir merken sie gar nicht, weil sie weggeworfen wird oder sich selbst auflöst, dann ist das irgendwie gelungen. Ich glaube, bei Priesnitz gibt es das an den meisten Stellen und in diesem Band bei Inger Christensen immer. Also das ist, es braucht überhaupt kein Wissen einer Leserin und eines Lesers, dass da die Fibonacci-Reihe läuft. Ja, er wird sozusagen wie, aber natürlich anders, jetzt komme ich wieder auf den Diderot zu sprechen, in dieses Entstehungsprozessuale mit hineingenommen, ja, und wird mit einer Aufzählungsformel, die auch was Litaneihaftes hat, das ist ja auch bei Roth in einer gewissen Weise vorhanden, wird hier mit dem berühmten gibt es, die sanktionierte Schöpfung über die Sprache sozusagen wiederholt. Aber anders. Ne? Also ich finde, das gibt es, das ist dann nicht so, das gibt es und sonst nichts, sondern es gibt es und es gibt es noch einmal, es gibt es wieder. Ne? Und das wiederum bezogen auf das Alphabetische, also wieder eine Ordnung, die übrigens in der deutschen Übersetzung leider oder auch interessanterweise nicht nachvollziehbar ist, weil das Dänische andere alphabetische Begriffe hat, die aber im Deutschen finde ich auch gar nicht oft so unangenehm, wenn dann plötzlich statt nach A ein Z kommt oder Aprikosen und Zypressen. Also das, gut, man könnte es auch mit C schreiben. Ja, auf jeden Fall ist das also sozusagen ihre Zugangsweise, also das Unerwartete und das gleichzeitig sich dem Aussetzen einer vorgegebenen ich will nicht schon wieder Maschine sagen, das klingt dann halt so hart, aber eines Komplexes, den sie aber mitzusteuern vermag. Ne? Also das kommt hier vor und dann damit verbunden auch die Anwendungsmöglichkeit. Das heißt, das hat ja auch die konkrete Poesie, der hat aber dann einen etwas anderen Namen gehabt, versucht, dass man mit Regeln sozusagen eine Demokratisierung schafft, weil jeder, der eine Regel hat, kann einen Text schreiben. Ich bin da nicht ganz glücklich mit dem, aber natürlich ist es machbar. Aber sie spricht auch in Bezug auf so von der sogenannten klassenlosen Sprache. Wir wissen das schon langsam. Aber das hat schon auch ein Element, dass sozusagen in dem Moment, wo diese Regel bekannt ist oder sie sozusagen in die Werkstatt Einschau gehalten werden kann, kann man es ja auch anwenden. Ne? Also jeder Mensch ein Künstler, hat Beuys gesagt, aber man muss sich trauen. Und die Entscheidung liegt dann, machen wir es oder machen wir es nicht. Und die wenigsten machen es, ne? Gott sei Dank vielleicht. Aber die es machen, sich dem aussetzen und das unterlaufen und brechen, ist bei Inger Christensen sowieso auch gegeben. Ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Nein, deswegen hören wir uns das ganz kurz genau an, einmal im Original von Lyriklein. Aprikostræerne findes, aprikostræerne findes. Bregnerne findes, og brombær og brom findes, og brinten. Cikaderne findes,
Sikorie, krom og citrontræer findes, cikaderne findes, cikaderne, ceder, cypress, cerebellum. Duerne findes, drømmerne, dukkerne, dræberne findes, duerne, duerne, dis, dioxin og dagene. Dagene findes, dagene, døden, og digtene findes, digtene, dagene, døden. Livet, luften vi indånder findes, en lethed i alt, en lighed i alt, en ligning, et åbent, bevægeligt udsagn i alt. Og mens træ efter træ bruser op i den tidlige sommer, en lidenskab, lidenskab i alt, som fandtes der til luftens leg med den faldende manna, en enkel principtegning, enkel som når lykken har masser af mad, og ulykken ingen, enkel som når længslen har masser af veje, og lidelsen ingen. Enkel som den hellige lotus er enkel, fordi den kan spises. En tegning så enkel, som når latteren tegner dit ansigt i luft. Alfabeterne findes, alfabeternes regn, regnen der siler, nåden, lyset, stjernernes, stenenes mellemrum og former, flodernes løb og sindets bevægelser, dyrenes spor, deres gader og veje, redernes bygning, menneskers trøst, dagslys i luften, musvågens tegn, solens og øjets samvær i farven, den vilde kamille ved husenes dørtrin, snebunken, vinden, hushjørnet, spolen. Jeg skriver som vinden, der skriver med skyernes rolige skrift, eller hurtigt over himlen i forsvindende strøg, som jeg svaler. Jeg skriver som vinden, der skriver i vandet, stiliseret monotont, eller ruller med bølgernes tunge alfabet, deres skumtråde, skriver i luften, som planterne skriver med stilke og blade, eller rundt som med blomster i cirkler og duske med prikker og tråde. Jeg skriver som strandkanten, skriver en bræmme af skaldyr og tang. Eller fint som med perlemor, søstjernens fødder og muslingens slim. Jeg skriver som det tidlige forår, der skriver anemonernes, bøgens, violens og skovsyrens fælles alfabet. Jeg skriver som den barnlige sommer, som torden over skovkantens kupler, som hvidguld, når lynet og hvedemarken modnes. Jeg skriver som et dødsmærket efterår skriver, som restløse håb, som lysstorme tværs gennem tåget erindring. Jeg skriver som vinteren, skriver som sneen og isen og kulden og mørket og døden skriver. Jeg skriver som hjertet, der banker, skriver skelettets og neglenes, tændernes, hårets og kraniets tavshed. Jeg skriver som hjertet, der banker, skriver hændernes, føddernes, læbernes, hudens og kønnets visken. Jeg skriver som hjertet, der banker, skriver lungernes, musklernes, ansigtets, hjernens og nervernes lyde. Jeg skriver som hjertet, der banker, skriver blodets og cellernes,
synernes, grådens og tungens råb. Zum Abschluss dieser Runde vielleicht noch eine Frage, weil das so das Leitthema dieser Gespräche bisher vielleicht ist. In dem Schreibheft spricht sie auch über ihre Modelle, die sie anwendet. Und das eine ist ein zutiefst persönliches Bedürfnis, dass sie sagt, sie möchte im Schreiben eigentlich anonym sein. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass sie erklärt, ich benutze Modelle, um nicht gänzlich dem Spiel der Zufälle überlassen zu sein. Die Systeme helfen dabei, etwas herauszubekommen, das anderswo herstammt. Nicht bloß aus der eigenen Seelentiefe, sondern aus allen möglichen merkwürdigen Ecken. Wie halten Sie es beide in Ihrem eigenen Schreiben mit Modellen, Regeln? Welche Freiheit ergeben diese Einengungen? Also es kommt mir fast anmaßend vor, hier im Kontext dieser großen Tradition über das eigene Schreiben zu sprechen, aber ja, Contrainte benutze ich selbstverständlich und halte jedes Korsett, allein schon den Vers als strenge Contrainte, für etwas, das hilft, Inhalt zu generieren, der weiter weg ist von mir. Also da kommt auch durchaus zufälliges Material und Dinge und Worte, die auf mich zukommen, hinein und die es in eine Form, also die Form geht voraus und holt sich, was sie braucht und was sie möchte. Also man hat selbst vielleicht weniger Anteil an dem, oder man glaubt, sich etwas übergeben zu können, das vielleicht nicht geradenwegs, aber irgendwo hinführt. So wie eine Art Stütze vielleicht. Ja, ich sehe das ähnlich. Wobei der Begriff des Zufalls, ich glaube, Christensen spielt da auch auf Mallarmés Würfelwurf an, wo eben eine Konstellation die fast räumliche Ordnung hat und Verweise auf Sternenkonstellationen, was auch immer sogar anspielt, für die Umsetzung eines Textes notwendig ist. Das habe ich vorhin mit Phantom der Methode gemeint. Ich habe sozusagen eine innere Vorstellung einer Ordnung, die aber dann, wenn sich der ganze Sprachapparat in Bewegung setzt, auf diese Ordnung zusteuert und ich beobachte oder irgendetwas in mir beobachtet dann, ob das in einer gewissen Weise brauchbar ist oder nicht. Wobei ich die Zufälligkeit mit dem Begriff des Assoziationsraumes, der kein Ende hat, gleichsetzen möchte, das will ich dann gar nicht. Ich denke dann eher in so Feldbegriffen, wo ich dann schaue, wenn zum Beispiel der Gedanke aussetzt, dann bleibe ich im Feld und suche im Wörterbuch Begriffe und Wendungen, die in diesem Feld des entwickelten Gedankens und Themas stehen und versuche, den dann einzubauen. Manchmal ergibt sich auch durch Anagrammbildung, die ich dann gar nicht umsetze, plötzlich eine Wendung im Denken. Also die Zufälligkeit ist mehr oder minder sprachinversiv bedingt und dem folge ich manchmal und manchmal nicht. Ne? Aber wie Dagmara schon gesagt hat, selbst der Vers oder die Sonettform und so weiter ist ja schon so eine Grenze, die wir auch brauchen. Brodsky hat einmal gesagt, es ist zunächst ein inneres Sausen im Kopf. Interessant, ne? Das kann ich eigentlich auch ein bisschen nachvollziehen. Und das schafft sich dann in einer Art Kraft einen Druck nach außen und den gilt es zu zähmen, zurückzuholen und bitte jetzt nicht das gleichzusetzen, das ist nur ein wirres Durcheinander von rauschigen Konsonanten, Vokalen, was auch immer oder Geräuschen, sondern das ist natürlich Mitgedachtes auch dabei, aber das hier zurückzuholen und das in diesem Feld, das beabsichtigt zu lassen, in Kombination mit einem zweiten Feld, das fände ich dann, das ist dann schon für mich so eine Art von Vorgangsweise. So wie, so rein wie Fibonacci oder sowas wende ich nicht an. Also das wäre mir irgendwie auch zu fad. Aber nicht bei der Christens, um Gottes Willen, das will ich damit nicht gesagt haben, ja, im Gegenteil.
Und weiter geht es mit Dagmara Kraus und Ferdinand Schmatz in die 90er Jahre, und zwar zunächst nach Deutschland und zu jemandem, der fast so oft hier zu Gast war wie Inge Christensen, nämlich zu Elke Erb, die auch bestimmt einige untergründige Verwandtschaften zu ziehen erlaubt. Und das Gedicht, das Dagmara Kraus ausgewählt hat, heißt »Es setzt auf mich« und das hören wir gleich mal. Es setzt auf mich. Das ist ein Werkstück, wartet. Werkstück in mir wartet. Beinahe täglich kommt wer oder was, lenkt ab. In mir heischt es, zürnt es, spürt, wirkt, werkstückt. Keine Lockung, kaum guten Muts. Ich bin die Fee für es. Kommt die Fee zu ihm, hofft es, lebt es auf. Sie gibt ihm dies und das aus ihrem Gang. Aus welchem Gang? Dem Allgemeinen. Von dem dort in dem allgemeinen Gang der Dinge, angetroffenen und abgefallenen, von dem Ablauf, der es übergeht, bekommt es dies und das. So wäre es ja gut. Aus dem, was sich so zuträgt, zufällig. Das Werkstück lebt dann auf. Es ist ein Werkstück zwischen Tod und Leben, wie zwischen Berg und Tal. Es ist nicht sicher, dass es eine Chance hat. Offen gelassen haben, ob es eine Chance hat, wird zu seinen Vorzügen gehören, wenn es eine Chance hat. Sowohl im Ganzen als auch in den Einzelzügen, wartend und offen lassend. Seins ist ein Präsens-Partizip-Prinzip, Verlaufsform. Sonst wird es nichts. So wird es vielleicht gut. So ist es eine Fee, die kommt wie eine Gnade, die aber nicht verlockt kommt, nur wie hinbeordert, ungewiss, unsicher kommt, sich hintrollt, trottet depp-dumm hin zu ihm, dem Wartenden. Es stochert. Heischt, es setzt in abträgliche Spannung. Abtragen tut gut. Dass ich mich zu ihm wende, tut mir gut. Obwohl es gut tut, lockt es nicht. Seine Substanzen, Angelegenheiten existieren ohne mich. Sonst wären sie nicht seine, eigene. Das muss so sein. Ohne mich ist ein Motiv der Hinsicht. Es trennt, es unterscheidet. So entsteht Indifferenz, ich nenne sie. Indifferenz entbindet dich und mich. Sich versäumen und versäumen und versäumen, fremdgehen nebenher, einem Thema nachgehen, das nicht seins, des Werkstücks ist, doch im Hintergrund, im Versäumen. Dieselbe Formel gilt, sie herrscht auch sonst. Ich weiß, dass ich nicht tue, was mir gut tut. Ein Prozess aus nichts als mir, in dem nicht ich entscheide, scheinbar. Hoffnungslosigkeiten tagen, frühere, viele, auch erloschene Perspektiven. Tagen wie das Tageslicht, so ungerufen und unführbar. Ja, dieser Text knüpft für mich in vielem an das, was wir schon vielleicht auf andere Weise bei Elizabeth Bishop verhandelt haben oder auch bei Nikita Stanescu, denn es ist auch so auf der Grenze von innen und außen etwas, was hier bedacht wird. Also es ist nicht ein Ich, das souverän dem gegenübertritt, was es schreiben will, sondern es wird davon gleich erfasst. Zugleich formt es sich dadurch in Gestalt des Werkstücks. Was für eine seltsame Grenze beschreitet sie da? Und das nicht zum ersten Mal in ihren Gedichten. Ja, sie beschreitet eine Grenze, die also vor dem Werk, eigentlich eine Grenze zum Werk hin. Und man hat den Eindruck, dass sie ein vorwerkliches Stadium hier beschreibt mit diesem Werkstück, das wie auch immer geartet ist, ist offen, jenseits dieser Grenze zum Werk hin wartet und paradoxerweise aber entsteht aus dieser Beschreibung der
Wartungs, der Haltung dieses Wartens, dieses Werk, das sich unmerklich und prozessualistisch dieser Weise aus ihr herausschreibt. Und ich habe einen Aufsatz darüber geschrieben und nachgedacht darin, wie dieses Werk aus dem Möglichen ins Wirkliche übertritt und es verglichen mit einem, ja, mit einem Marmorstein, dem Koloss des Il Gigante zum Beispiel, Michelangelo, der mit einem steinernen Monolithen konfrontiert, immer wieder etwas abschlägt, um aus einem hier aber als Nichts oder als Offenheit, denn dem, was zu kommen, denn eigentlich abgeschlagenen etwas zu dem kommt, es immer wieder bearbeitend und gleichzeitig aber, so wie bei Dieter Roth auch, Digressionen zulassend, um etwas herauszuformen, was eigentlich latent natürlich schon da ist, aber diese Latenz in der Bearbeitung hervorzukehren und das ganz natürlich geschehen zu lassen, wie das Tageslicht das tagt. Also es ist eigentlich an diesem Tun, in das sie gerät, nichts, kein Zutun, kein eigenes Zutun, sondern es formt sich so aus ihr heraus und sie formt es, es formt sich, es setzt auf mich und es hofft auf dieses Herausschälen, auf diese Emergenz wiederum, die sich selbst trägt. Ja, ein hochmetapoetologischer Text, herausgegeben von Urs Engeler aus dem Band Sonnenklar und vom 16.10.2004. Ja, aber wahrscheinlich, so klingt es fast, auch über längere Zeit hin entstanden sein muss, außer es sind diese Art von Texten, die durch die Wiederholung dann plötzlich sehr schnell schreibbar werden. Denn es sind ja so Überlegungen, um die sie immer wieder kreist. Ist das, oder lassen Sie mich anders fragen, das Rezeptive, was in diesem Gedicht drinsteckt, das rein Empfangende, wo bricht sich das am Subjektiven? Also wo kommt der Widerstand hier gegen das bloß Empfangende? Vielleicht an einer Stelle wie es stochert, heischt oder in mir heischt, es zürnt es. Da ist ja doch etwas, also das es fordert, aber zugleich ist da Platz für Reibung, nämlich dessen oder der Autorin, die hier nicht mitspricht, sondern dennoch des Schreibenden, der schreibenden Instanz hier, die sich vielleicht an diesem Heischen abarbeiten kann oder ihm entgegenkommen, sich gleichzeitig entziehen durch Ablenkung. Und so entsteht der Prozess an dieser Reibung zwischen dem Möglichen und dem Gedicht, das dann letztlich auf Papier steht. Sie haben zwei entscheidende Begriffe schon genannt, das Mögliche und das Wirkliche. Und wie wörtlich man das nehmen kann, werden wir im nächsten Jahrzehnt noch mal hören, wenn Ferdinand Schmatz seine Auswahl zu Elke Erb vorträgt. Für dieses Jahrzehnt hat er aber Thomas Kling ausgewählt mit dem Eröffnungszyklus aus seinem sechsten Gedichtband Morsch. Das heißt Manhattan Mundraum und spielt, wie der Titel verspricht, tatsächlich in New York. Sind wir da innen oder außen? Beides. Manhattan Mundraum. 1. Die Stadt ist der Mundraum. Die Zunge Textus. Stadtzunge der Granit. Geschmolzener und wieder aufgeschmolzener Text. Beiseite gesprochen, abgedunkelt von der Hand. Die Ruinen nicht hier. Die Zählung der Stadt. Zu bergen, zu verbergen, die Gezählten, die mit den weißen Gebissen, die aus den Blicken entfernten, die Gesperrten, Maulsperre, Mundhöhle, die Stadt. 2. Das Rudern hoch und wegrudern von die Blicke. Besteht die Stadt aus Säulenstehern, die sich was rufen, die sich zurufen, was, was? Tomographie im Zeitraffer, Slow-Motion-Tomographie, heißt das so? Mundfaule, verkommene, vielmehr blitzsaubere Höhle, durch die der Seewind geht, durch die Inselwindfaucht, polylingual, polylinguales Geschau, Granitplatte der Zungengrund.
ferngezündetes Gehör. Wo? Im Ohrenzwischenraum. Granitplatten malen. Gegeneinander malen. Verschiedenes verschiebt sich. Gegeneinander so. 3. Dies ist die Organbank von Manhattan. Seht ihre Zunge. Geschwärzter, eingeschwärzter O-Ton. Ein Zungenfading. Belegt. Überlagert in ruckenden Anfahren ein Token. Und die Stadtzunge schweigt, sagt nix. Bis auf den Crackhead, der die Stummen bespricht, die mittransportierten. Rauch nur so einmal die Wochen, zweimal höchstens. Besprechen oder Zungensolo ins angewiderte Schweigen aller, dies ist die Organbank Sprachbeschleuniger von. 4. Manhattan American Museum of Natural History. 5. Die Heizkörper keuchen. Die Heizkörper keuchen der Stadt. Geringes Wasser. Eine mindere Menge tritt aus dem Ventil, kocht dort, verkocht und geht in die Luft auf. Textus. Über den bulligen Hotelheizkörpern, über den Laken der Säulenplattform geht die Sonne auf die Zunge, die ungezählte Angst. 6. Ein Nachttier. Starker Winde stiemen, Palimpsest ist Ding. Vom Schaber-Einsatz abgekratzt ist Palimpsest. Was fiel Majakowski auf, was Lorca? Querschnitte, Hautpigmente. Die Stadt hat ihnen Perlenzeug id de Hände gedrückt. Pathos und Beschleunigungen. 7. Poeta en Nueva York. Was zu Satellitenfotos, Halbinselgesprächen, Blicken führt. Vornübergebeugten ins Okular, zu Checklisten, Nackenstarre, zu Nahaufnahmen von Nahaufnahmen. Poeta en Nueva York. Haarrisse, Schlagschatten, Wind. Zugige Straßenzüge, unterrumpelt von Mondrians Subway-Fahrplan. Palermos Widmung. Stadtzunge, Nahaufnahmen, verschwiegen. So strömt Augenrost. Blickkorrosion, wegrostenden in aller Eile Augen. So strömt in nicht zu dünnem Doppelstrahl, so strömt an irgendeine Ecke unablässig Wasser platschend hell aus dem Hydrant. Im Insel, halb im Inselwind. Ist das ein Haufen Klunker nur? Zu Füßen? Hippokrene? 8. Nahtlos rangezoomtes, zerkratzte Satellitendinger, die Nagelbetten dieser Subway-Paare, Subway-Passagiere, in Kerben, Furchung, Canyons, schwarz, fast schwarz, der Schmutz, der Lack, der Stadt. Die Nagelschluchten, Hornhäute, hirnenes Klammsystem, kreischen und erzittern. 9. Bei Sonnenaufgang, grün, Dezembergrün. Dabula smaragdina, Helikopter darin, nervöse Libellen, Schwirrflügler Manhattan. Manhattan-Textus, Cleopatras Needle, Stylittenwald, Stylittenhotel. Einige Stockwerke drunter hat sich Dollar erhängt. 10. Heizkörper, Mundraum, Halbinsel lang. Während das Zeitungspapier georgisch bedruckt erscheint, fühle ich meinen Mundraum, morsche Palisaden. Du, durch die der Wind geht, auffrischend, fühlbar um die Ohren,
Schmauchspuren über der Stadt, die auf der Hand liegt, die vor dem Mund liegt, Hautpartikel, die von den Lippen, den Furchen sich lösen wie Palimpsest, wie Esspapier. 11. Ginkgos. Geriffelter Slang, der die Böden bedeckt, ein tiefer Tautendei, der Bühnenraum ist ein Gehirn, trieft Wasser, unablässig aus dem Rost schrunden. 34. Pennsylvania Station, von Wonne, Subway-Wände, Rostplatten plattern, vermorschtes Rohrsystem, ein Trippeln, schneller, aus die Decken, die Zunge gekürzt, ein Tag unter Tags, unter vielen. 12. Die Stadt ist der Mund, Raum, die Zunge, Textus, die Namen, Blicknamenzerfall, geschmolzene, bewegte, schwarz glühende Suppe, Steinbrei, der tickt, Stein, abgedunkelt von der Hand, Stadtzahl an Zahl, die aus den Blicken flüchtig, aus flüchtigem, fluchtvollem Mund sich entfernt. Ja, das ist ja wirklich ein tolles Beispiel für das Sprachsehen, wie er das selber genannt hat, Thomas Kling, wie er das betrieben hat. Das unterhält natürlich viele Beziehungen zu Elke Erbs Texten. Gleichzeitig ist es was ganz anderes, weil dieses poetische Denken, was hier stattfindet, theoretisch überformt ist und weil es so viele intertextuelle Bezüge hat. Also wir haben gehört, es geht hier um Majakowski und Federico García Lorca, ein Dichter in New York, was seine besten Gedichte vielleicht waren. Und es geht, wenn wir von Theorie sprechen, es geht um den Textus, was ein griechischer Begriff ist für das Neue Testament. Und es geht um den Palimpsest. Das ist vielleicht ein Begriff, den man heute nicht mehr verwenden würde, weil man ihn zu oft gehört hat. Das ist eine akademische Modemarke geworden. Ist das nicht wahnsinnig gebildet? Und unmittelbar zugleich? Und was für eine Spannung gibt es für Sie? Sie haben ja alles vorweggenommen, ich kann fast nichts mehr dazu sagen. Ja, unheimlich gebildet, mein Gott, das stört doch nicht. Ich glaube, Kling versteht es, vielleicht auch mit dem Begriff des Polylingualen. Das ist auch ein Bestandteil dieser Methode, unter Anführungszeichen, dass er hier, so wie Priestnitz mit dem technologischen Vokabular hier Sprechweisen auch der Dichter, die genannten Lorca und Majakowski einbringt, aber das ist alles integriert in diese unbändige Lust und Kraft, das über die Zunge sozusagen in den Raum zu stellen. Also das Sprechen wird noch einmal, also aber ganz anders als bei Jandl, wo diese Skepsis sozusagen bis zum Schluss sich durchzieht und dann vielleicht eine Erlösung, irgendwie auf eine Erlösung setzt, ist es hier ständig in einem Dialog mit der Schrift, mit der Wahrnehmung. Also bei Elke Erb würde ich sagen, ist ein gewisser Unterschied. Bei Erb habe ich manchmal das Gefühl, sie die Wahrnehmung wahrnehmen. Ja, also das ist so wie bei Bischof ein bisschen so eine Art von, die geht auch zurück, während Kling ist voll drinnen, ja, also sieht sich um, er inhaliert die Diskurse, er inhaliert die Bilder, er zerstückelt die Bilder und baut sie im gleichen Moment, das ist unfassbar, wie das gemacht werden kann, wieder auf. Also ich habe nie das Gefühl, hier ist eine desaströse Zerstörung im Spiel, sondern es ist nach der Zerstörung, vor der Zerstörung und gleichzeitig ist es immer wieder Geburt. Das ist auch bei Elke Erb, glaube ich, das Ähnliche. Wenn Sie ich habe die Laudatio für Sie beim Jandl-Preis gehalten, ich habe das so Schnittstellen des Denkens genannt, wo gewisse Gedanken durch einen anderen gestört werden, erweitert werden und sich schneiden. Aber dieser Schnittpunkt ist dann nichts Festes, glaube ich, wo ein neuer Inhalt oder Begriff entsteht, sondern der wieder weiter treibt oder zurückgreift auf die vorhandenen Bilder und neu ins Spiel bringt. Und auch bei Kling gibt es diese Schnitttechnik, aber sie ist ständig in einer Art sinnlichen Auseinandersetzung
mit dem, was der Mund tut. Der Mund ist aber gleichzeitig das Gehirn. Also und verbunden noch einmal auf das Zitat von Prisnitz eben bezogen, auch die Hand kommt ja auch immer vor, die Schreibhand ist eigentlich die Zunge. Also es ist ja eine große Feier auch des Sprechens, würde ich sagen, und auch des Erfahrenkönnens von dieser Stadt. Also auf engstem Raum und gleichzeitig aber auch, ohne jetzt in expressionistisches Pathos zu verfallen, auch in gewisser Unterschied natürlich zu Bischof und ihrer Stadt. Ne? Also bei beiden allerdings kein an expressionistischen Techniken angelehntes historisches Schreiben, sondern jeder auf seine Art oder ihre Art der Schreibweise umgesetztes Darstellen des Beobachteten, wobei das Darstellen schon wieder bei Klink ganz speziell wieder in die Gedichtsentstehung eingreift. Ne? Also es ist in einer Weise unfassbar vergegenwärtigend und trotzdem nimmt es mir nichts von der Eigenerfahrung der Stadt. Also es ist nicht sozusagen eine festgelegte Bildbeschreibung, so ist New York, sondern ach, da ist alles im Gange, was das Denken, das Sprechen und das Schreiben ausmacht. Das ist natürlich New York. Was ihn da inspiriert hat, könnte man das mit Köln oder mit einer kleineren Stadt auch machen? Naja, ich glaube, Marcel Beyer hat einen Aufsatz geschrieben oder eine Bemerkung und er hat gemeint, das ist mit Köln vergleichbar. Also das klingt sozusagen nicht nur aus der Erinnerung oder aus der unmittelbaren Erfahrung der Stadt New York schreibt, sondern gewisse Elemente eben Köln da mit hineinbringt und das erfindet da Belege in den Vorstufen zum Gedicht, wo gewisse Notizen und Notate da sind, die man damit vergleichen kann. Und das zeigt aber wiederum also auch das Offene, also in der Umsetzung, dass die Bilder jetzt nicht ein feststehendes Modell von New York sind, sondern wenn man vielleicht die Begriffe in einer gewissen Weise austauscht, auch ersetzbar sind oder verwendbar sind für andere Stadtbilder. Es ist ja auch ein Ich-Bild, ne? Ein Leibbild. Das wiederum verbindet ihn auch mit auch den Sonanzen, zum Beispiel bei Elke Erb, wo sie selbst von einem Lichtleib oder einem Sprachleib, der schwingt, ein Leibschwingen, das sie erfährt, dass da sozusagen medial aufgenommen wird und etwas tut, was sie versucht in den Griff zu kriegen, ohne dass sie je etwas in den Griff kriegen will. Also auch bei Kling ist es ein bisschen anders, da gibt es schon ganz konkrete, auch mit der Kraft und der Wut auf Untergehendes oder Verdecktes, das sozusagen aufzuschürfen und zu zeigen. Ich glaube, da ist schon ein gewisser, starker, natürlich bei Elke Erb auch moralischer Anspruch in diesen Gedichten. Zwei Dinge noch. Der Band, den Sie hier mitgebracht haben, ist klein und schmal. Wenn man sich die gesammelten Werke jetzt ansieht, die letztes Jahr rausgekommen sind, herausgegeben unter anderem von Marcel Beyer, hat man da wirklich etwas, was man kaum tragen kann. Was hat Sie bewogen, Manhattan Mundraum auszuwählen? Ja, ich habe ihn persönlich sehr gut gekannt und ich glaube, er hat in Bielefeld das dann auch vorgetragen und ich war so fasziniert. Ich habe auch Gedichte über Tokio und St. Petersburg geschrieben, habe hier aber plötzlich eine Form gesehen, die er auch bei der Alpenbeschreibung anwendet, die mich einfach so fasziniert hat in einer Art und Weise auch der poetologischen Setzung mit diesen von mir genannten Verbindungen von Schrift und Rede, dass ich das so als einen Höhepunkt der deutschen Dichtung, wenn ich das so pathetisch sagen darf, einfach empfinde. Und das soll gesagt und gezeigt werden. Und noch etwas, womit ich gleich zum nächsten Dichter überleiten will. Thomas Kling war ja ein ausgezeichneter Vorträger seiner eigenen Texte. Oder wenn man ihn nicht einmal, oder sagen wir mal so, wenn man ihn einmal gehört hat, kann man diese Texte eigentlich nicht mehr ohne seine Stimme lesen. Inwieweit sind das Texte, die für Sie auf dem Papier leben und inwieweit werden Sie erweckt, wenn Sie bei ihm
zur Sprache über die Zunge kommen, wenn die Stadt in der Mundhöhle zu leben anfängt. Ja, es wird meine Mundhöhle. Also natürlich ist das nicht zu vergleichen, und das wird, Gottes Willen, auch bei Jandl, wie Sie gesagt haben, ist es ja in einer gewissen Weise ähnlich, dass man seine Lesestimme im Ohr hat. Es gibt aber eine Art Sog, der sich umzusetzen weiß, finde ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, das wird dir vielleicht ähnlich gehen, also in den Lesenden, wo das auch die eigene Zunge und den eigenen Leib und das eigene Denken erfasst. Und ich glaube, das ist gar nicht im engeren Sinn, also an die Rezeption irgendwie gerichtet, und dass das alle sozusagen nachvollziehen können. Es ist halt so. Ne? Das ist Dichtung. Ne? Ja, eine Zuspitzung dieses Leiblichen finden wir jetzt bei Christoph Tarkos, einem Franzosen, der aber 1963 in Martigues geboren wurde, lange Jahre Lehrer war und dessen Texte oder sagen wir Gedichte wirklich unmittelbar an das Vortragen geknüpft sind, was das Philosophische der ganzen Geschichte angeht, über die wir gleich noch reden, erinnert es mich sehr an Nikita Stanescu. Aber bevor wir irgendetwas weiteres sagen, schauen wir doch mal, wie Je gonfle klingt, und hören es dann anschließend von Dagmara Kraus auf Deutsch. Je gonfle. Ça fait 30 ans que je gonfle comme ça. Alors c'est bizarre, je gonfle depuis 30 ans et c'est pas encore fini d'être gonflé. Alors je continue. Ça m'ennuie pas de gonfler. Je me demande quand même s'il n'y a pas une fuite. Ja, Christoph Tarkos, Je gonfle. Auf Deutsch ist das Ganze nicht, natürlich, bitte erwarten Sie nicht, dass ich es in dieser mit gleichem Witz vortrage, und es ist eine Schwierigkeit in der Übersetzung dieses Gedichtes. Ich finde gerade bei dem Wort gonfler, je gonfle, ich habe es mit ich puste, weil das gonfler hat eben dieser Ballon quasi, der aufgeblasen wird. Also man könnte auch wahrscheinlich blasen sagen, oder ich blase mich auf, oder durch das bloße Atmen, aber ich habe jetzt ich puste gesetzt. Ich puste, dann atmet er. Ich puste, er atmet. Seit gut 30 Jahren puste ich schon so vor mich hin. Er atmet. Seltsam nicht. Da puste ich seit 30 Jahren, und es ist nichts fertig aufgepustet. Er atmet. Also mache ich weiter. Das Pusten langweilt mich nicht. Er atmet. Und trotzdem frage ich mich, da muss doch ein Loch sein. Und dann begegnet uns dieses wunderbare Lachen am Ende, das Christoph Tarkos quasi mit einem, ja, im Deutschen kann man ja sagen, es platzt aus ihm heraus. Er pustet sich auf, atmet, und es ist eigentlich eine Metapher, eine performativ dargebrachte Metapher des Seins in einem Leib, der atmet und nur so performativ dargebracht werden kann. Ich möchte kurz auf das Buch hinweisen. Es ist L'Enregistré bei POL erschienen. Er wird gerade wieder neu entdeckt, kann man vielleicht sagen. Es gibt ja auch seit 2019 einen Band bei Matthes und Salz mit Übersetzungen eines Buches von ihm. Aber dieses, ja, diese Grenze suchen, sich bis zu einer Grenze auf
Pusten und das Sein auf diese Weise darstellen, hat hier einen einen humorvollen, zugleich irgendwo tragikomischen Touch, auch vor dem Hintergrund, dass der Autor nicht sehr lange so geatmet und gepustet hat, da er mit knapp 40 leider verstorben ist. Und ja, dieses, um auf dieses Werk hinzuweisen, habe ich einen Text ausgewählt von Christoph Tarkos, der seinen Namen gerne rückwärts las als Sokrat, also eine Art Weisheit, aus dem, eine Lebensweisheit kann man vielleicht aus diesem Text irgendwo auch ziehen, seine Art und Weise, dieses Sein und seine Kontinuität bis zu einer Grenze hin zu lesen, bis es platzt. Ich glaube, es ist ein angenommener Name auch, den er sich gesucht hat. Und deswegen wurde dieses Wortspiel mit Sokrat überhaupt erst möglich. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte ihn vorher nicht. Sind denn alle diese Texte so theatralisch? Nein, es gibt auch ganz, ganz andere Texte. Ich habe hier noch Kess mitgebracht, auch ein Band von wiederum POL. Die funktionieren etwas anders, aber es gibt eine gewisse Parallele, denn also un agrandissement s'agrandit, l'agrandissement jusqu'où va-t-il s'agrandir? Il continue de s'agrandir, c'est un agrandissement, jusqu'où l'agrandissement va-t-il continuer à s'agrandir? Also es geht, also es wächst hinaus über ihn und dieses Anwachsen, also wie so ähnlich wie das Je gonfle, dieses Leben, das wächst, das atmet, aber es gibt eben dieses Loch und es ermöglicht dem Sein weiter zu atmen. Und ja, hier kommt es an eine Grenze eines etwa quadratisch begrenzten Textes. Und dieser Band sieht komplett eigentlich so aus. Es gibt also mal größere, mal kleinere Quadrate in Käste. Ja, ganz spannend. Mich erinnert es ein bisschen, es gibt vielleicht so schon auch in dieser Richtung eine kleine Tradition der Lautpoesie, aber nicht im engeren traditionellen Sinn von früher, sondern aber Henri Chopin und Bernard Heitzig sind da, glaube ich, irgendwie auch, da kann man eine Linie vielleicht finden, vor allem bei Heitzig, der auch eben das Gespräch, also bei Chopin ist es ja meistens sozusagen im atoschen Sinn sehr stark körperlich betont, dass er führt sich zum Beispiel das Mikrofon in den Mund ein und so weiter. Aber Heitzig verwendet auch, und Christian Prigent, ja, das ist auch etwas älter natürlich, aber da gibt's diese Tradition auch der gesprochenen Sätze, die sozusagen mit Atem und Atemnot oder in ein Pfeifen und so weiter übergehen. Und irgendwie hat mich das ganz schwer beeindruckt jetzt auch. Also diese Spannung zwischen semantischer und atemtechnischer, wie du es genannt hast, performativer vorgebrachte Metapher. Das fällt mir gut. Ja, es tut mir leid, dass natürlich die Lesung dieser sehr approximativen wiederum Übersetzung nachdem dermaßen entgegengesetzt ist, dieser Performance, dieser großartigen Performance von 1994. Aber ja, also Henri Chopin, den man hier in Berlin vor bestimmt über 20 Jahren bei einer seiner letzten Performances, ich glaube von der Literaturwerkstatt damals ausgerichtet. Das war das Poesiefestival, ich war dabei. Bei dem großen Festival und er saß mit den großen, die Bänder liefen und rauschten wie verrückt und er saß ganz klein und dürr in seinem Rollstuhl und machte große Bewegungen mit den Armen, das werde ich nie vergessen. Eine ganz andere Performance, also am Lebensende und ja, hier ja auch, es hat immer irgendwas Tragisches, diesen Figuren, aber ja, sehr beeindruckend und mit Sicherheit sehr stark rezipiert auch von Christoph Tarkos. Nur ganz ein kurzer Hinweis noch von Thomas Ging, dass da auch dazu passt. Er hat in einem Interview einen Adot-Ausspruch zitiert, nämlich, dass Dichtung auch ein hübscher Schluckauf sein kann. Das gefällt mir ganz gut, ein hübscher Schluckauf. Ne? Das gibt mir nur die Gelegenheit noch zu sagen, dass ich, nach dem, was ich jetzt über Tarkos gelesen habe, dass eben Artaud und Beckett zu seinen Hausheiligen gehörten, aber auch ein Rumäne, Gerasim Luca, der lange in Paris gelebt hat. Also es gibt da ganz vielfältige Verbindungen zu dem, was wir da ja schon hatten.
Und jetzt kommen wir zu jemandem, den wir schon ganz oft hier auch hatten, Mila Haugova, eine in Budapest geborene Slowakin, scheint so unter den älteren osteuropäischen Dichterinnen die große Frau zu sein. Und Sie haben ein Gedicht aus Ihrem jüngsten auf Deutsch erschienenen Band mitgebracht. Auch da geht es wieder um so eine Innen- und Außenspannung, über die wir gleich mal sprechen müssen. Das heißt Ricordare 1. Ja, genau. Ricordare 1. Amphibien im feuchten Gras. Es blitzt eine Natter. Salamander. Die Landschaft schließt die Augen. Nach dem Regen ist das Auge sauberer. Wie schwer ich die Einsamkeit erlassen kann. Die bösen Worte soll die Sprache kurz am Zügel führen. Die Plejaden am Nachthimmel erblühen. Dann teilen sich die Kontinente. Stern- und Planetenphasen, Falten brechen. Das beschwichtigende Labyrinth der Kathedrale unserer Inbrunst. Das Licht läutet. Zu Fra Angelico, Kloster San Marco, Florenz. Orte sind immer Gedanken. 14. Juni 2006 bis 2016. Ja, der ganze Witz dieses Gedichts für mich steckt, also neben dem Reiz, den der erste Teil entfaltet, entspricht dieser Orts- und Zeitangabe zum Schluss. Denn im ersten Teil sind wir draußen unter Salamandern in der Wiese und plötzlich sind wir in einer Kirche. Was ist denn das? Ja, ich würde sagen, das ist eines der Modelle oder der Methoden, wiederum unter Anführungszeichen von Mila Haugova, Verbindungen herzustellen, die wir im Sinn der Bischof überraschen, die gleichzeitig in einer Art Erinnerungsstruktur festgehalten sind, die aber durch die unmittelbare Wahrnehmung zum Teil aktiviert werden, nie überdeckt, sondern verbunden. Und das ergibt dann das von Ihnen völlig richtig angesprochene Verhältnis dieses Innen- und Außenraumes, der ständig neu aktualisiert wird. Also in diesem Buch Zwischen zwei Lehren ist auch der Garten das topografische Gebiet der Beobachtung, der Empfindung, der Erfahrung, aber gleichzeitig auch erinnerte Momente, die durch die Begegnung mit Vorgängen, Phänomenen, aber auch Dingen in diesem Garten passieren und die dann wiederum dazu führen, Erinnerungen abzurufen, die aber nicht im Sinne des Erinnerten bedauert oder betrauert oder bejubelt werden, sondern eine Art Gegenwärtigkeit erzeugen, die, glaube ich, auch spürbar wird in der Lektüre, wenn wir das lesen. Und dieses Geflecht geht durch das ganze Buch hindurch. Es heißt hier Ricordare 1, es gibt dann auch ein Ricordare, es gibt auch verschiedene andere Elemente, die dann mit 1, 2, 3 nummeriert sind, aber die Nummerierung ist sozusagen nur eine Art von scheinbarer Ordnung oder doch auch gegebener Ordnung, die also diesen Wahrnehmungsfluss in einer gewissen Weise auch ordnet, aber auch freigibt, aber auch Verbindungen schafft, die man auch im Buch dann nachvollziehen kann. Das eine sind die Orte, die hier verknüpft werden, das andere ist aber noch die Zeit. Denn dieses Gedicht ist datiert auf einen Zeitraum von 10 Jahren. Ja, das ist das Verrückte. Also wir haben einerseits einen Moment, auf der anderen Seite haben wir die ungeheure Zeitspanne. Kommt das auch öfters vor im Band? Ja, das kommt öfters vor. Ne? Und dann auch dieses Einbringen des wie in der wissenschaftlichen Schreibe des Zitats oder des Gesehenen, das ja wiederum einen Bestandteil des Textes ausmacht. Ne? Das ist ja jetzt keine Einlösung für uns, das hat sie gesehen oder das kommt wieder auf, sondern es löst in mir auch ein Verlangen auf, dieses Bild aufzusuchen und es ist gleichzeitig Bestandteil des Textes als Ganzes.
Also es ist nicht eine Einlösung oder eine inhaltliche Ergänzung oder ein Leitfaden, darum geht's, sondern ist Bestandteil des Textes, wie es sehr oft in Ihren Texten hier vorkommt. Ne? Also insofern ist das Gegenteil der Datierungen von Elke Erb, die nun wirklich tatsächlich just an dem Tag zu der Zeit entstanden sind. Genau. Ja. Wir kommen ins nächste Jahrzehnt, in die 2000er Jahre, und beginnen das mit einem Abschiedsgedicht von Helga M. Nowak, die wir auch schon in der Reihe hatten, eine Grenzgängerin zwischen Bundesrepublik und DDR oder umgekehrt zwischen DDR und Bundesrepublik, die auch lange Jahre in Island gelebt hat. Und das ist eigentlich schon ein Abschiedsgedicht, das heißt Zerfallen, Dagmara Kraus. Zerfallen. Nach meinem Tod, die Seele, von der ich nicht weiß, wo sie sich augenblicklich befindet, ich habe sie noch nie gesehen, wohin sollte sie sich wenden, wohin, wenn ich sterbe, wenn ich umfalle? Dass mein Herz aufhört zu schlagen, ist gewiss, auch dass es zu Erde wird. Wie viel Herzen habe ich pochen hören, Seelen keine. Und ich wünsche, niemand erlitte die Qual, eine Art Herberge meiner Seele später zu werden. Solche Strafe hat wirklich keiner verdient. Mein Herz aber wird zerfallen. Schade. Das ist frech, es ist lakonisch und ist aber ganz auf die eigene Existenz gerichtet. Sie war da schon todkrank, als sie das geschrieben hat. Es gibt daneben ja ungeheuer viele Themen in diesem Werk. Ja, es gibt Geschichte, Politik, Beziehungen, alles Mögliche. Und jetzt haben Sie etwas ausgewählt, was Helga M. Nowak allein und uns zugleich alle betrifft. In unserem individuellen Existenz. Ja, wieder in dem Bemühen, in diesem winzigen Kanon, den wir hier zusammenstellen dürfen, persönlichen Kanon, etwas, ein Gedicht aufzunehmen, das den Tod auf eine Weise verhandelt, wie das hier noch nicht zur Sprache kam. Gleichzeitig ja, diese Seele und dieses Herz, diese Seele, die das sprechende Ich hier niemandem anwünscht, eher wie eine diese Irrende, von der man nicht weiß, wo sie landet, wenn sie denn noch überlebt. Aber das ist ja die Aussage mit, dass eben die Seele weitergehen wird und das Herz, das Dürftige, zur Erde werden wird. Das ist mit unglaublicher Eindringlichkeit geschriebenes Abschiedsgedicht, das, ich denke, so wie Nikitas Gedicht auch einfach für sich stehen sollte und von mir jetzt gar nicht totgeredet werden sollte. Ja, wir lassen es auch dabei bewenden und können höchstens noch anmerken, dass sie, wie Herr Czernikau, auch in Leipzig studiert hat, vor der Wende natürlich. Also es sind da tatsächlich Namen rausgekommen. Sie wollen mich ja unbedingt, Sie müssen mich widerlegen, wo man sagt, alle Achtung. Jetzt kommen wir noch einmal zu Elke Erb und es gibt viele gute Gründe dafür. Ferdinand Schmatz hat das bereits angesprochene Gedicht, die wirkliche Möglichkeit, herausgesucht. Und es ist vielleicht auch deswegen exemplarisch, weil es tatsächlich Antworten gibt von anderen. Also es gibt das Titelgedicht von Steffen Popps Band Dickicht mit Reden und Augen, widmet sich sozusagen als eine Art Überschreibung oder mit den Kategorien dieses Gedichts diesem Gedicht. Und das hören wir jetzt gleich. Gerne. Die wirkliche Möglichkeit. Ein und derselbe Text, obwohl viel der Art. Die immer gleichen Bewegungen und Regungen wecken zu immer den gleichen Bewegungen. Zum Frühling sagen, der Frühling. Zur Luft,
Luft. Den Stein, den Schutzstein. Er schützt die Mauerecke. Bewundern am Tor. Den Schädelförmigen ohne Mund. Wie der Hirsch an den Hufen friert. Eiskantenkenntnis, ewiges Moos. Einmal eins, gegeigtes Diluvium. Steinhart, eiskalt? Zur Absicht, nein, hätte ich nicht getaugt. Ja, so wie ich den Text verstehe, geht's ähnlich wie bei dem Werkstücktext darum, dass man nicht in souveräner Subjektivität einer Welt gegenübertritt, die etwas anderes ist, sondern dass es immer schon so ein In-der-Welt-Sein gibt, von dem man nicht abstrahieren kann, in dem man aber, und das ist das andere, vielleicht noch stärkere Moment dieses Textes, dass man quasi animalisch hineingestellt ist. Deswegen kommt man ja da mit den Hufen aufs Eis und kann sich da nicht laufen. Also vielleicht sind wir gar nicht klüger als so ein Hirsch, der da rumsteht. Hm. Ja, das ist sicher eine ganz wesentliche Aussage. Der Passus, wie der Hirsch an den Hufen friert, der lässt mich einfach nicht los. Das ist ich bin gestern Nacht aufgewacht und ist mir das wieder eingefallen. Also das ist, sie hat einmal gesagt, also in Bezug wahrscheinlich auf Nietzsche, ohne, glaube ich, das würde ich jetzt sofort sagen, aber ich denke ja nicht an Nietzsche, dass die erstarrten Metaphern sind Diebstahl. Also Diebstahl von wem? Auch diese Bezüglichkeiten sind ja auch so bei ihr so spannend. Man weiß nie genau, ist es von der Autorin gemeint oder ist es in der Sprache angelegt, nicht? Wer stiehlt und so weiter? Also diese Tiefenstruktur und die Oberflächenstruktur, dieses Spiel zwischen Aussagen und das, was vielleicht in der Doppeldeutigkeit, wie zum Beispiel Werkstück. Im ersten Moment habe ich an ein handwerkliches Ding gedacht. Geht ja auch. Es kommen ja dann immer wieder diese handwerklichen Sachen auch bei ihr vor. In dem Gedicht, die wirkliche Möglichkeit, ist knüpft ja an das an, was du, glaube ich, schon mit Möglichkeit schon angesprochen hast bei anderen Texten. Die wirkliche Möglichkeit. Das ist ja paradox und genial, würde ich fast sagen. Nicht während Musel den Möglichkeits- und Wirklichkeitssinn unterscheidet und das sozusagen auf einer Ebene des Großromans ausbaut und das eigentlich in einer gewissen Weise getrennt hält, wird es bei Erb verschmolzen, ne? Und wird zu einem Textus à la Kling, doch anders. Es ist eine stärkere Ruhe, finde ich, im Ausbreiten des Gedankendrucks, des Denkens. Also ich glaube, sie lässt das laufen und sie hat es ja auch bei den Sonanzen dann gesagt, dass sie das nicht wie oft gedacht wird, so wie im automatischen Schreiben, und das ist aus den Sonanzen dieses Gedicht, dass sie das bei Breton und Suppot haben, das ja mehr oder minder original, soweit wir das wissen, ich verstehe nicht ganz, wie das überhaupt geht, so gelassen, wie es jetzt ausschaut, während sie dann wesentlich überarbeitet hat. Ja? Also es legt viel Wert darauf zu sagen, dass sie überarbeitet hat, also das am Werkstück gearbeitet. Und das heißt, es ist eine Reflexion und eine Zeit dazwischen, zwischen der ersten Niederschrift und der Überarbeitung, die dann auch irgendetwas bewirkt, wobei sie dann auch wieder neue Möglichkeiten des Denkens einbringt und der prozessuale Vorgang immer wieder ins Spiel gebracht wird. Und diese Mischung aus Textreflexionen, wie wir sie bei Priesnitz in einer ganz anderen Weise fast vordringlicher, ich will nicht sagen aufdringlicher hatten, die kommen bei der Erb immer so nebenbei. Es ist so ein, hallo, jetzt schiebe ich das auch noch rein. Nicht? Das ist unglaublich pfiffig, auch kein Wort der Literaturkritik, aber es ist so doppelbödig auch gesetzt. Das ist also eine unglaubliche Leistung. Und der Verstehensbegriff wird hier in einer ganz anderen Weise aufs Spiel gesetzt. Also da kommt für mich gar nicht auf, dass ich frage, wie verstehe ich das, sondern ich sage nachher, oh, das habe ich verstanden, aber ich weiß nicht wie. Und das ist so eine unglaubliche Leistung, auch der Aussparung natürlich. Und dann gleichzeitig, also das gefällt mir auch so gut, zum Frühling sagen, der Frühling, zur Luft, Luft, ne, Anführungszeichen. Ne? Und dann ist das mehr oder minder ein
linguistisches Abstraktum, ein Vorgang der Bezeichnungsebene, und dann blendet sie sofort hinaus oder wo auch immer in das Umfeld. Dann kommt ein Stein, das wird gleich der Schutzstein, also da geht Grenze bei mir auf. Er schützt aber auch die Mauerecke, also da hat sie so, sie hat so die Kante und die Ecke, das sind so, hat sie dann gesagt, das ist erst nachher aufgefallen, immer wieder so wiederkehrende Begrifflichkeiten, die auch irgendwie Begrenzungen sind und scharf sind, aber die Schärfe braucht es auch manchmal, um das neue Bild zu setzen, aber dann geht es sofort wieder weiter. Er schützt, ne? Er schützt. Also ich habe das in der Laudatio, ich habe gedacht, es gibt so eine Zueignung in ihrer Arbeit, die ich also Zuneigung und Zueignung. Es ist ein Aufnehmen des Beobachteten als Beobachtung und gleichzeitig auch empfinde so eine unglaubliche Liebe dabei zu den Gegenständen und Wesen, die sie da beschreibt. Also es ist so also nicht kokett oder irgendwie verlogen, aber es ist ein zutiefst humanes Vorgehen, das aber seine Grenzen kennt, ne? Also das seine Grenzen politisch, ne? Die Kanten sind da und der Traum vom Hirsch, ne? Also auch wenn er an den Hufen friert, aber Eiskantenkenntnis, ne? Da haben wir, ich wollte immer Erkenntnis lesen. Es ist aber nur Erkenntnis, na gut, genügt. Ja, ich sehe da ganz große Bezüge zu dem Gedicht, was der Mara Kraus ausgewählt hatte, und eben diese Kippe von Selbstformung, die stattfindet. Insofern ist das schon was Handwerkliches. Die gibt's ja nicht mehr. Das ist ja eine uralte Idee der abendländischen Kultur. Heute heißt es Selbstoptimierung bloß noch statt Selbstformung. Aber eben das auch geformt werden und dem eben nicht gegenübertreten können. Und der Hirsch gefällt mir deswegen so, weil ich mir eben selber vorstelle, wie man so als Hirsch da steht und dann sitzt womöglich da ein Jäger auf dem Hochsitz, hat längst auf einen angelegt. Entschuldige, nur ganz kurz, ich war in der Kopieranstalt und habe das kopieren lassen. Und der völlig unbefangene Mensch schaut irgendwie rein und sagt dann plötzlich, oh, wie der Hirsch an den Hufen friert, das ist aber gut. Da war ich ganz glücklich auch noch, ja. Okay. Sie müssen jetzt nur die biologische Frage offen lassen, ob Hirsche wirklich an den Hufen frieren können. Das weiß ich nicht, ja. Das lassen wir. Ja. Eine Entdeckung für uns, eine Größe für Polen, kommt jetzt von Dagmara Kraus. Christina Milowenska lebt in der Nähe von Posen, Jahr 1932. Sie lebt noch. Es gibt aus dem letzten Jahr, wenn Sie gucken wollen, auf YouTube ein ganz wunderbares 10-minütiges Porträt, wo man sie nochmal einige ihrer berühmtesten Gedichte rezitieren hört, ganz stockend, aber glaube ich, sehr typisch für ihre Art und Weise. Was ich in einem anderen Porträt nicht vergessen konnte, ist, dass sie wohl mal gestanden hat, dass sie nicht warten drauf konnte, alt zu werden. Und vielleicht ist das in diesen Gedichten schon angelegt. Und jetzt hören wir auch wieder etwas, was diese Grenze von innen und außen überwindet. Und wir hören es aber erst im Original, das heißt, auf Deutsch übersetzt, sage ich aber gleich, ich existiere. Znikam? Jestem. Współtrwam z tobą w tym szklistym dniu, z tym szklistym dniem, w którym znikam, który znika ze mną tak lekko. Nie wiem, co to znaczy. Współotwarta z oknem, współpłynna z rzeką. Jestem, żeby wiedzieć, znikam, znikam, żeby wiedzieć, jestem cała, ale nigdzie całej nie ma. Współprzelatująca, współniebna. Pół wieku żyłam po to. Es ist so, dass der Text, den Sie gehört haben, ansetzt bei znikam, jestem, dem Gehen, allerdings zwei Verse voran, ohne Titel, vielleicht eine andere Version. Übrigens, ich möchte es einmal die Kamera halten aus diesem wunderbaren
Buch, der eine Edition von Wollner, so heißt der Verlag, Jestem. Ich würde bis zu Znikam Jestem ganz kurz vorlesen auf Polnisch und dann meine nicht ganz fertig gewordene Übersetzung etwas erklären. Jestem, współżywa, współczynna, współwinna, współzielona, współdrzewna, współistnieje. Ty jeszcze nie wiesz, co to znaczy. Obdarowana przenikaniem. Znikam, jestem. Und hier spricht Miłobędzka selbst weiter. So, um diesen Text überhaupt ins Deutsche zu holen, muss man erklären, was dieses Spu in dem Anfang, den sie leider nicht mitliest, überhaupt bedeutet. Denn Spu ist wie das Adverbiale mit zu denken. Also nicht, wie im Spuczuć mitfühlen. Also ungefähr geht dieses mit in allem, was Sie jetzt hören werden, mit. Und ungefähr lautet der Text also, ich bin, jestem. Dann współżywa, mit lebendig, mit tätig, współczynna, mit schuldig, współwinna. Współzielona, współdrzewna wird mit grün, mit bäumig oder mit Bäumen. Współistnieje, ich existiere mit, ich mit existiere. Du weißt noch nicht, was das bedeutet. Begabt mit Durchdringen. Ich verschwinde, bin. Mit dir daure ich in diesen glasigen Tag hinein oder mit diesem glasigen Tag, in dem ich verschwinde, der so leicht mit mir verschwindet. Ich weiß nicht, was das heißt. Mit offen, mit dem Fenster, mit flüssig, mit dem Fluss. Bin, um verschwinden zu wissen, verschwinde, um das Sein zu wissen, ganz, als Ganze, doch als Ganze nirgends. Und dann vorbei mitfliegend, wspu przelatująca, also wspu mit und dann przelatująca wie ein Vogel quasi, also mit vorbeifliegend, wspu niebna, mit himmlisch. Ein halbes Jahrhundert lebte ich dafür. Und weil ich nicht mit einem so düsteren Akkord hier wie mit Helga im Nowaks Gedicht zerfallen enden wollte, hier diese Feier des Seins, ein ontologisches Gedicht, ein empathisches Gedicht mit diesem empathischen Mit, dem Sein, das als Gabe mitgegeben wurde, ihr, die diesen Text etwa 50-jährig schreibt, aus einem Zyklus, der Pamiętam heißt, ich erinnere mich, geschrieben in einer sehr düsteren Zeit wiederum Polens, in der Zeit des Kriegsrechts, also zwischen 81 und 83, trägt sie dieses Mitsein in ihrer Weise hier durch die düstere Realität und sie schreibt diese Gabe, die dieses Gedicht ist, dieses Geschenk, ich finde auf und beschreibt, wie sie da ist und verschwindet in einer sehr, wiederum sehr eindrücklichen Art und Weise etwas darzubringen, dass sie, wenn man sie sieht, tatsächlich durch ihr Leben und bis an seine Grenze, die vielleicht nicht ganz so weit ist, wenn man sieht, wie krank sie ist, trägt. Entgrenzung, eingehüllt sein in einen Zusammenhang, aus dem man gar nicht heraustreten kann. Pantarei, alles fließt. Verschwinden im anderen, in dieser Welt. Ich glaube, das sind so Themen, die Sie immer wieder beschäftigen. Ist das ein typisches Gedicht? Ich denke schon, dass man sagen kann, dass es sich um ein typisches Gedicht handelt. Auch Sie als promovierte Philosophin immer wieder auf das Jest und Jestem hat immer wieder damit auch gespielt, in ihrer Poesie. Und es ist schon ein,
ein Sagen, wie nur Miro Benskais heute sagen könnte. Also sie, ich denke schon, ja. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie schwierig es ist, Miron Białoszewski zu übersetzen. Und Sie haben gerade schon angedeutet, wie schwierig es ist, Miro Benskai zu übersetzen. Hat es einen Sinn, es zu versuchen? Ich glaube, es ist leichter, Polnisch zu lernen, als sie zu übersetzen. Einiges vor mir. Nein, aber ich bin dafür, dass übersetzt wird, weil ich würde es sonst nicht kennenlernen. Also wenn ich in eigener Sache da reden darf, wir brauchen das. Das ist schon gut. Doch. Dann gehen wir jetzt zu Anne Carson über, die auch schon mehrfach hier zu Gast war, die sich sicher leichter übersetzen lässt. Und das hat Anja Utler sehr gut getan, und zwar aus diesem Band hier, Die Creation, haben sie etwas ausgesucht. Wir müssen vielleicht vorher nicht viel erklären, außer dass es zu einem ganzen Zyklus gehört, der sich beschäftigt, vor allem, das habe ich mitgebracht, mit einem Film auch, Liebe 1962 von Michelangelo Antonioni, wo die Frau vorne drauf zu sehen ist, Monika Witti, die gerade 90 geworden ist, leider sehr dement und pflegebedürftig, die in mehreren Filmen von Antonioni eine tragende Rolle gespielt hat. Und zu Immanuel Kant brauchen wir in dem Zusammenhang gar nichts sagen, aber das sind diese beiden Schichten, die hier aufeinander prallen. Dann gucken wir mal, was da passiert. Es prallen viele Schichten aufeinander, aber ja, wir können ja nachher ein bisschen sprechen. Ich würde übrigens im Nachhinein, weil es ja um Gedichte geht, vielleicht auch ein anderes wählen, aber okay, vielleicht später. Also das Gedicht in Degradation heißt Kants Frage zu Monika Witti. Es war in ihr versteckt und bereitete Kant Vergnügen. Leclis beginnt mit einem Wind, der durch Monika Wittis Haar geht. Sie ist in einem Zimmer. Kants Vergnügen war zu einem Teil negativer Natur. Woher kommt dieser Wind? Kant fand Vergnügen an dem, wie er es nannte, Ding an sich. Sie durchstreift das Zimmer, die Augen niedergeschlagen. Sie wird von einem Mann in einem Sessel studiert. Das Ding an sich war unerreichbar, unhintergehbar. Immer wieder versucht sie, das Zimmer zu verlassen. Auch war das Ding an sich nicht darstellbar. Die Vorhänge sind zu, das Zimmer voll mit Sachen, hier und da brennen Lampen. Wer weiß, wie weit die Nacht schon fortgeschritten ist? Ihr Haar bewegt sich langsam im Wind. Doch gerade in seiner mangelnden Darstellbarkeit könnte das Ding an sich den Phänomenen eingeschrieben sein. Sie hebt ein Stück Papier auf, legt es wieder hin. Kant bemerkt ein Rascheln jenseits der Grenzen des Wahrnehmbaren. In ihr driftet Unruhe, breitet sich aus, driftet weiter. Ein Ventilator kommt ins Bild, er dreht sich auf dem Tisch neben dem Mann im Sessel. Kant fühlt es sich wie ein mattes Abwinken. Jetzt kann sie gehen. Die Oberfläche des Films erschlafft. Kant erlaubte seiner Seele, sich zu dehnen. Sie tritt hinaus in das schmutzige Tageslicht. Kant zog seinen Hut fest nach unten. Sie ist ein wenig beschämt, aber froh, jetzt etwas gehen zu können. Weg in diese noch kompliziertere Dämmerung. Was man lesen muss, was man nicht hören kann, ist, dass diese beiden Schichten grafisch unterschieden sind. Genau. Ich habe es auch versucht, ein bisschen in der Stimmfärbung zu machen. Es ist also die Textteile, die auf ein Filmsetting anspielen, sind kursiv gesetzt und sind unter den Kant betreffenden stärker gedruckten Aussagen, ich glaube, das ist typografisch durchaus auch gewollt, untergeordnet oder kommen nach dem. Es gibt aber dann, ich weiß nicht ganz genau, ich kann es nicht analysieren, vielleicht könnt ihr mir helfen, es dreht dann gegen Ende der ersten Seite, wird dann das Verfahren umgedreht und die Beschreibung
der Filmszene steht über den Kant betreffenden Zeilen. Das finde ich irgendwie interessant. Ich hoffe, es ist Absicht. Es hat vielleicht auch damit zu tun, was schon im Titel Degradation oder Dekreation und so weiter anklingt, dass hier das, was oben in einer geordneten Form der Darstellung läuft, auch es ist ja natürlich sehr ironisch und Kant irgendwie auch abräumend. Es erinnert mich fast an die Jandl-Gedichte zu Rilke. Aber jetzt bitte nicht wieder sagen, vergleichen Sie nicht Jandl mit Carsten, das möchte ich nicht sagen. Aber es ist auch ein heroischer Name und eine heroische Denkgröße, nicht? In Ihrem Denken, das ja auch sehr philosophisch bestimmt ist, wird hier in einer gewissen Weise in einem Zyklus, der sich Erhabenes nennt, nicht durchgearbeitet. Also ohne, dass sie jetzt irgendwie, sagen wir, den Kant völlig runtermacht, aber es hat schon etwas von einer Art Ironie, die aber gleichzeitig auch, und da ist sie ja philosophisch auch gebildet und unterwegs, dass das trotzdem irgendwie so eine Art von Wahrheit auch behaltet. Also man könnte sich schon vorstellen, dass der Kant so denken könnte. Und das wird kontrastiert. Und das hat für mich dieses Buch so wirklich in der großartigen Übersetzung von Anja Utler so spannend gemacht, weil mich diese Verschneidungen zwischen essayistischen Darstellungen, Prosastücken und die aber trotzdem in allen ihren Formen, ich glaube selbst an diesem etwas lapidaren Textteil hat man das herausgehört, auch sehr was Dichterisches haben, wie sie das komponiert und zusammengeführt hat. Also auch im Sinn des Titels natürlich. Ne? Also es wechseln hier verschiedenste Formen, Gedichte, Essays, Libretti, ein Singspiel und so weiter ab, das aber immer eine Bezüglichkeit hat, die auch philosophisch geortet ist, aber auch textlich sozusagen sich Platz verschafft. Und irgendwo stand auch, es gibt so mal Telefonate, die medial geführt werden. Es ist immer eine Ansprache. Und die Frage, die eigentlich ständig gestellt wird, ist nach dem Selbst, damit verbunden auch nach Gott, einem Gott. Der kann auch der Gott des Profanen sein, aber verbunden jetzt wieder mit Positionen aus der Kultur- und Philosophiegeschichte, wo sie dann vor allem drei Frauen ins Spiel bringt, die sie dann im Essay auch behandelt und die dann auch auftreten, wobei Simone Weil die stärkste ist, die auch, ich weiß nicht, ob der Begriff im Deutschen so gängig ist, aber mir gefällt, mit von der Rückschöpfung gesprochen hat, also eine Zurücknahme in Bezug auf den schöpferischen Gott, wo dann auch das Selbst, das dieser Gott dir schenkt, das ist sicher auch eine Art männliche Perspektive, könnte man sagen, aufgegeben wird und zu einer neuen Art der Kreation führt. Die da gleichzeitig verbindet, und das greift Carsten, glaube ich, auch auf, und das versucht sie in einer gewissen Weise auch der konstellativen Anordnung ständig zu zeigen und fast im Sinn von Mallarmé auch, also in konstellativ anzuordnen und ein Gesamtkunstwerk unter Anführungszeichen dazu schaffen, wo die Formen eigentlich nicht diktieren und das eine das andere nicht auslöscht, sondern und auch nicht quasi scheinbar übereinander übergehen, sondern auch zum Teil straff gegeneinander stehen, was wiederum dem Thema entspricht. Also und Longinus kommt über das Erhabene, vielleicht ist die Schrift ja doch bekannt, Sappho kommt vor, es geht dann auch auf die bildende Kunst einen Abschnitt und auf Beckets späte Stücke wird eingegangen. Das sind ganz großartige, rein formale Systeme, wo sich nur ein Sprecher, der nichts sagt, glaube ich, in einem weißen Quadrat sozusagen von einer Ecke in die andere bewegt. Also auch hier so ein formaler Gestus des Schweigens, der führt wieder zurück an den Anfang, wo es um den Schlaf hauptsächlich geht. Auch der Schlaf ist hier so eine Metapher oder ein Vorgang, so wie bei Kleist, wo die Figuren in Ohnmacht fallen und dann plötzlich zur Erkenntnis gelangen, ist der Schlaf sozusagen auch ein Moment dieser Dekreation, möglicherweise der Befreiung, gleichzeitig aber auch die Ankündigung des Todes bei der Mutter, die am Anfang stark in den Gedichten
Gedicht um sie herum gedichtet wird. Und dann kippt das Ganze und geht auf diese Ikone, diese Filmikone Monika Vitti zu. Und ich finde also diesen Schnitt von Sappho, Monika Vitti und so weiter sehr spannend. Und das hat mich dann auch irgendwie sehr berührt, weil ich das ja in meinem Buch auch ein bisschen probiert habe. Aber natürlich, ich kannte das vorher noch nicht. Und da gibt es dann oft so Entsprechungen, ganz in einer anderen Weise und Qualität wahrscheinlich, wo man sich dann doch freut, dass das auch ein medialer Erweiterungsversuch ist, unaufdringlich. Ne? Sie haben ja gerade sehr schön dargestellt, wie groß diese Welt ist und wie sehr sie in die Antike auch zurückreicht. Und es gibt da ganz wunderbare, tiefe Texte, die sich in so einer Art von poetischem Denken versuchen, die eben nicht in der Philosophie möglich ist, sondern eben nur in solchen Texten, in solchen Verschneidungen. Und trotzdem muss ich sagen, dass dieser Text speziell mich eher enttäuscht hat. Ja, also ich war mal der weltgrößte Antonioni-Fan und kenne alles. Und jetzt habe ich nach Jahren das mal wieder angeguckt. Der zitierte Text oder das Buch? Der zitierte Text. Der zitierte Text. Nein, überhaupt nicht. Nein, das sind ganz wunderbare Sachen drin. Zum einen würde ich sagen, ist das, was sie da beschreibt, der Anfang des Films, ist eigentlich ganz anders. Mhm. Also, denn der Wind, der da gleich zum Anfang vorkommt, das ist gleich der Ventilator. Ja? Mhm. Also ich habe gedacht, das ist ein Witz vielleicht, den sie da machen will, aber ich glaube, sie hat es einfach falsch erinnert. Ja? Nein, und der Mann, der da ist, der sitzt auch nicht gleich im Sessel, sondern er ist in einem Stuhl, dann wechselt in einen Sessel. Ja. Und sie will auch nicht aus dem Zimmer raus und so weiter. Mhm. Und dann habe ich auch überlegt, na, was kommt denn beim Kant drum, ja, genau. den wir ja auch mal so ein bisschen lesen mussten vielleicht und dachte, das bleibt eigentlich so auf der Ebene des Spiels stehen, während bei anderen Texten ein Moment von Erkenntnis drin steckt. Na gut, aber vielleicht ist auch ein drastisches Vorführen von der Verhältnismäßigkeit der Beobachtung von Bildgebung und Umsetzung in Sprache, dass das nicht ganz so klappt. Das haben wir ja ständig heute gehört, was das für Verfahren braucht. Und hier ist es praktisch so in einer ganz einfachen Weise versucht und ich kenne das gar nicht so genau wie Sie den Film, jetzt muss ich sagen, ich habe das auch nicht geschafft in der Vorbereitung, dann scheitert es auch vielleicht, wenn man es nur so macht, ne? Oder bewusst vorführt, dass es scheitert. Also, und braucht ihm noch andere Formen, die sie dann anbietet. Ne? Die Ode an Monika Vitti wäre natürlich schon ein typisches Carsen-Gedicht. Ne? Der Schnitttechniken und der präzisen Setzungen, auch semantisch und so weiter. Und gleichzeitig aber auch des Zurücknehmens von zu schön geformten Bildern. Also das ist schon sehr großartig. Gut, jetzt haben wir einen großen Bogen geschlagen über mehrere Jahrzehnte und enden jetzt aber so mehr oder weniger in der Gegenwart, indem Sie jeweils noch ein Gedicht von sich vortragen. Es beginnt bitte mit zwei einleitenden Worten, Dagmara Kraus. Das ist natürlich sehr schwierig von Herrn Carsen plötzlich. Das ist anmaßend wiederum. Ich möchte, um ein wenig zu zeigen, wie ich auch in einer Tradition zu schreiben mich bemühe, mit Arp-Ansätzen, mit einer Montage, die ich Arp-Propriation nenne und der ich ein Arp-Gedicht verwandle. Federbuckel, Federbuckel, hat's gerufen, Seraphim. Nicht die Rundung, nicht die Rundung, Wölle Nimi sing. Klingei Trumbei, Klingei Trumbei, Riff aufs Klapperbrett. Riecht recht miese, riecht nach Weise, dünne, leise Speiselett. Auge zünde, Auge zünd und Pumpe pump bis Kubisket. Brache Patzet, Mio Hio, Leiterlei hat weggezogen, eh ums Klötzlein weiß sich logen, Vogelstimmer, Stimmerin. Immer, immer fällt, ach, immer, immer fällt sie nimi Nacht, pum, pum, boks, warum be hin. Ich lese aus meinem letzten Gedichtband, Das gehörte Feuer, mit dem Untertitel Orphische Skizzen und ganz kurz, es
verbinde ich, ich versuche hier zu verbinden natürlich den Orpheus-Mythos des Umdrehens und Sterbens, um in einer gewissen Weise umzudrehen, das Orphne, die ich dann als Eurydike auch auftreten lasse und auch als Marilyn Monroe und umzudrehen und dass sie also nicht durch das Umblicken des Orpheus erstarrt, sondern dass sie da versucht, also diese Blickthematik in ein produktives Schauen zu verwenden und das Verhältnis hier ein bisschen umzudrehen, aber nicht aus Correctness-Gründen, sondern es hat mich einfach interessiert. Und es gibt drei Personen, wie dazu auch schon gesagt hat, die eben diese Figur, die im Orpheus-Mythos aufkommen, einnehmen. Das ist Marilyn Monroe, immerhin auch in Bezug auf den Tod. Es ist Pier Paolo Pasolini, der ja in Ostia da fürchterlich ermordet wurde, und der jüdische Sänger Josef Schmidt, der so klein war, dass er nicht auf die großen Opernbühne durfte, sondern nur im Film und da immer auf einem Stockel gestanden ist. Ein großartiger Sänger, ein Jude, der dann auch von den Nazis verfolgt wurde und einen ganz schlimmen Tod auch erlitten hat. Also dieses, und mir ging es eher um die Stimmgebung in diesem Buch. Also Stimmen melden sich zu Wort, und so habe ich das versucht. Und ich lese jetzt ein Orphne-Gedicht vor, das eben diese Position der Orphne oder Eurydike vielleicht darstellt. Orphne. Könnte ich mir mein malendes Mal zu Ende schreiben, wäre Würde Verlust Gewinn, da Grobes an das Laute. Ich wäre stimmgebogen, seine Linie ins Schwungbereite. Ja, die Schwungweite in uns, der Rede wert und los. Was sollen wir uns denn über dem Haupt hier sagen, so um uns, so leer und doch ein Satz ersetzen? Kein Satz allein, ein Grund, leer ist er noch, der Raum, dieses Stübchen. Nicht, weil es daran nichts Anschauliches zu erblicken, nichts mit der Hand zu greifen und selbst mit dem Verstand nichts weiter zu begreifen gäbe. Die Wiese draußen, drinnen ein mutiges Wieso, also ein Schauen, und reden geht doch auch, singen sogar. Wir sind mit einem Bein bereits beim Satz in den Grund, und kaum, dass wir ihn hören, den Satz, den Sprung, auch schon nicht mehr fertig. Dieser Satz in den Grund ist der rätselvollste aller möglichen Sprünge. Es zerreißt sich was dabei, mir das Kehlchen. Ich sonst tief und prall bestimme, nun aber ein Blick, die Angst, die Furcht, es macht keinen Unterschied im Auge. Du. Wäre dem so, dann täten wir gut daran, achtsamer mit uns umzugehen als bisher. Die Sprünge tun weh. Die Anwesenden im Stübchen spüren nichts mehr von der Wiese, der Erde. Sie sind dazu bereit, nichts hören zu wollen, außer den Absprung ins Leere, also den in die Luft. Darum ist es nötig, dass wir erst einmal bedächtig auf das hören, was wir im Satz sagen, während wir springen und brechen und wie wir unser Gesagtes verstanden sehen. Nichts ist ohne Grund, nichts, das heißt hier, nicht ein Etwas von all dem, was auf irgendeine Weise ist, ist ohne Grund. Ich gerate an dieser Stelle aus der Fassung. Im Satz fällt der Grund von mir ab. Das ist nicht doppeldeutig. Mir fällt nicht sogleich auf, dass es zwei Verspreizungen enthält, ich und du, nichts und sein. Sogleich sehe ich, dass nichts ist ohne Vergleich, selbst. Die doppelte Ansicht ergibt eine Art Bejahung der Einzelnen. Ja, vielen Dank, Ferdinand Schmatz, und vielen Dank für die Einblicke in das, was Gedichte geschrieben und gesprochen so anstellen können. Und Ihnen vor allem vielen Dank für die Geduld, mit der Sie uns dabei gefolgt sind.